Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um den dritten Teil der Terra-X-Doku, die Welt der Ritter. Ich glaube, es wird ganz lustig. Die letzten beiden Teile waren schon wild. Erinnert euch an Rumpelstilzchen. Jetzt geht es wohl ins ganz späte Mittelalter, frühe Neuzeit, Maximilian I., nach dem, was ich weiß. Wir werden schauen, wie das Ganze wird. Haltet euer Bullshit-Bingo bereit, wer es noch nicht hat. Unter dem Video ist ein Link, da könnt ihr euch das ausdrucken. Ist immer ganz schön, da kann man mal abstreichen, was wir so an Klischees um die Ohren gehauen bekommen. Kein Bullshit gibt es dagegen bei Holy. Und bei denen gibt es gerade jede Menge neues Zeug. Es gibt einen neuen Probierpack. Sehr hübsch. Ganz viele aktuelle Sorten. Sehr lecker. Habe ich ganz oft bei mir, wenn ich unterwegs bin. Sehr, sehr praktisch. Und noch viel großartiger. Das habe ich gerade zugeschickt bekommen. Ein Holy Adventskalender. Und ich gehe mal davon aus, in den kleinen werden Probierpacks und sowas drin sein, vielleicht auch ein paar Sticker, aber ich bin sehr gespannt auf die großen. Da könnte ich mir vorstellen, es gibt 9 Vollmetall-Shaker. Bin sehr gespannt drauf. Werde ich Spaß haben in der Adventszeit? Und ich weiß, ihr mögt das, wenn ich im Oktober schon die ersten Weihnachtssachen zeige. Ihr liebt das. Den Link zu Holy findet ihr eben auch unten. Vor allen Dingen auch den Link zum Probierpack und einen Gutscheincode, mit dem ihr das Ganze günstiger bekommt. Probiert's aus. Ihr werdet sehen, es ist anders als andere Energy Drinks. Und damit weiter zu unserem Film. Halb Mensch, halb Mythos. Ein halbes Jahrtausend bestimmten die Ritter die Geschichte Europas. Sie inspirierten neue Technologien und Strategien im Kampf. Mit dem Schwert erstritten sie ihr Recht und die Zuneigung edler Damen. Eine Welt zwischen roher Gewalt. Ist mir das letzte Mal nicht aufgefallen. Im Ernst? Guckt's euch an. Was fällt euch auf? Darauf muss man kommen. Auf die Idee allein muss man kommen. Die tragen helle Baden zu Pferd. Helle Baden auf einem Pferd. Also das ist somit das Schrägste, was ich bisher gesehen habe. Berittene helle Badenträger. Hätten sie ihnen einfach nur Stangen in die Hand gegeben, wäre das optisch völlig in Ordnung gewesen. Das hätte sie auf dem Bild ja nicht gesehen, ob da eine Spitze an der Lanze ist. Also einfache, lange Stangen hätten vollkommen ausgereicht. Nee, sie geben ihnen helle Baden in die Hand. Als Reiter. Eine Welt zwischen roher Gewalt und strengem Ehrenkodex. Die Ritter. Wer waren sie wirklich? Das werden wir in dieser Doku nicht erfahren. Sorry. Die Welt der Ritter hatte sich im späten Mittelalter dramatisch verändert. Übrigens, toll schon wieder. Mittelalter, erstes Bild. Dichte Wälder, Nebel drüber. Das ist Mittelalter. Dass wir im Mittelalter weniger Wald hatten als heute. Egal. Wo das Land und die Bauern ihre Ritter nicht mehr ernähren konnten, suchte sich der eine oder andere schon mal eine andere Einnahmequelle. Hinter Bäumen herumlungern ist die Einnahmequelle offensichtlich. So stellen die sich sowas vor. Es geht wahrscheinlich über Raubritter. Ich sage immer, wer Raubritter sagt, der ist schon halb auf die Propaganda der Städte reingefallen. Ist ein komplexeres Thema, aber so wird es eben gezeigt. Hier Leute, die zu Pferd mit einer gespannten Armbrust rumreiten. Schon tolle Idee, genau so. Kann gar nichts passieren. Und wenn da so ein Baum auf dem Weg liegt, da reitet man direkt an den Baum dran. Was soll schon passieren? Und dann steht da so ein Ritter, also Ritter, so ein Typ in Brustharnisch, hinterm Baum. Ich finde die Inszenierung schon wieder großartig. Wie der Raubritter Götz von Berlichingen. Ja, natürlich muss es Götz von Berlichingen sein. Wir haben nur einen Ritter. Wir haben nur Götz von Berlichingen.
Es hätte da schon in der Auswahl ein paar von mehr gegeben. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute an Götz von Berlichingen so großartig finden. Ich finde ihn eher, also von der ganzen Geschichte, relativ, ja, im Bauernkriegen wird er wichtig und dann natürlich hat Schiller über ihn Drama geschrieben und so weiter. Aber, und natürlich die Ausstattung. Ich meine, wir sind hier im Jahr 1512. Von Götz von Berlichingen haben wir gute Abbildungen. Wir kennen seine Rüstung, er hat eine Grabplatte hinterlassen, Epitaph, da ist seine Rüstung drauf zu sehen. Es ist weder dieses Stück Pressblech aus dem Mittelaltermarkt bedarf, noch hat er so einen komischen Umhang getragen und Farben scheint er auch nicht gemocht zu haben. Götz von Berlichingen hat übrigens entsprechend der zeitgenössischen Mode ein Vollbart. Das wird so nach 1500 voll die Mode, Vollbart tragen. Alles nicht wichtig. Das muss sein. Wir haben eine Mittelalter-Doku. Es muss mindestens einer lachen. Was sonst die Ausstattung? Das ist echt das Billigste, was sie bekommen haben. Diese Helme kenne ich, die kriegst du für ein Apfel und ein Ei. Sie haben nichts mit der Zeit zu tun. Und diese Rückenplatte da ohne jede Form, so billig es geht. Wir haben freies Geleit. Wir sind Schützen des Kaisers. Glaube ich nicht. Wer die Schützen des Kaisers, würde dir besser schießen. Der kann es betrachten. Aber sie haben doch gar nicht geschossen. Also sie wollen es jetzt erzählen, dass der Kaufmann zwei Schützen als Geleit hatte. Also Götz von Berlichingen hat Geleitzüge überfallen. Zum Beispiel, waren es Bamberger, die von der Leipziger Messe kamen oder so? Das waren fast 100 Kaufleute. Und das Geleit ist dann entsprechend groß. Also wenn so Raubritter Geleitzüge überfallen haben, sind sie dazu, haben sie sich versammelt, mehrere Ritter mit ihrem Gefolge und haben dann Überfall gemacht. Der Hintergrund ist auch sehr einfach. Die Städte haben es teilweise geweigert, die Abgaben zu bezahlen, also die Zölle zu bezahlen, auf die die Ritter Anrecht hatten. Sie mussten die Straße unterhalten, hatten Recht auf Zölle. Die Städte hatten zum Teil Zollfreiheit, aber ansonsten haben sie einfach mit ihrer überlegenen Macht, weil so ein Geleitzug war halt schwer bewacht, sich einfach den Durchgang erzwungen. Und dann haben wir den Konflikt. Dann werden Fehden ausgerufen. Hier sind wir im Prinzip nach 1495, also Fehderecht ist eigentlich aufgehoben, aber die Ritter haben halt darauf gepocht, nach wie vor das Recht zur Fehde zu haben. Und nach der Fehde hätten sie das legal machen dürfen. Wer die Fehde erklärt hat, der darf dem Gegner legal schaden. Also zwei Hansel und ein Wagen ist kein Geleitzug. Und Schützen des Kaisers, ich wusste nicht, dass der Kaiser Schützen mitgeschickt hat. Wenn, dann wären es städtische Schützen. Nicht wichtig. Zeugen! Ich werde dem Kaiser klagen, dass ihr nicht treffen könnt. Und ich werde mich beim Kaiser beklagen, dass der Götz ein übler Räuber ist und seinen Landfrieden bricht. Hast ein großes Maul, was? Auf die Knie und Hände an den Baum. Hände an den Baum, sag ich. Nur mit einem Wagen unterwegs. Da muss er noch was draufzahlen. Es ist das dritte Mal dieses Jahr, dass ihr mir alles nehmt. Mein Lieber, aller guten Dinge sind drei. Und drei ist eine gute Zahl. 3000 Gulden. Aber so viel kann ich nicht. 3000 Gulden ist ein Vermögen. Also, in der Zeit etwa kaufen die Dürers in Nürnberg ihr Haus, das bekannte Dürerhaus, das jeder kennt, ich glaube für 600 Gulden. Schlag mich tot, ungefähr. Also, fünf Steinhäuser. Setzen wir es mal sehr zurückhaltend mit einer halben Million Euro an, so ein Stadthaus in der Art, also der will von dem gerade im Prinzip, was habe ich gesagt, 2,5 Millionen Euro Lösegeld. Klingt total logisch. Nicht bezahlen. Ihr nehmt mir alles. Ich bin ruiniert. Mir kommen die Tränen vor Rührung. Habt doch ein Einsehen, Götz. 3000. Und zwar bis Johanni auf der Hornburg. Schwör er's. Bei Gott, dem Allmächtigen. Und jetzt verschwinde. Na los! Wer schreibt sowas? Ich bin ja auch ein begeisterter Live-Rollenspieler. Sowas auf dem Lab, die Leute würden nicht auslachen. Also, das ist so overacted, so absurd overacted. 3000 bis Johanni! Jeder Ritter war seit alters her sein König im eigenen Reich. Was? Wie schon viele Generationen vor ihm sprach der Ritter als Grundherr Recht über seine Leute. Viele waren Leibeigene. Alle hatten ihm Dienste zu leisten und. Also 1512, je nachdem, wo man ist, ist die Leibeigenschaft entweder schon komplett passé oder sie kommt gerade zurück. Aber im Großen und Ganzen, das Leibeigenschaft ist sowieso kein mittelalterliches Wort, aber die Unfreiheit einem Grundherrn gegenüber ist in weiten Teilen des Heiligen Römischen Reichs einfach nicht mehr aktuell. Abgaben.
Aber viel Geld brachte das im 16. Jahrhundert nicht mehr ein. Auf der Burg Hornberg am Neckar lebte einer der berühmtesten und berüchtigtsten Raubritter seiner Zeit. Der Reichsritter Götz von Berlichingen. Also, diese Rüstung ist ein Verkehrsunfall. Also, er war ein reichsunmittelbarer Ritter. Ich habe ja gerade was gemacht über das Heilige Römische Reich und den Aufbau. Und eine Besonderheit im Heiligen Römischen Reich ist eben die Reichsunmittelbarkeit. Es gibt Ritter, aber auch Grafen, die direkt dem Kaiser unterstehen. Und die haben dann auch gewisse Sonderrechte. Und Götz von Berlichingen war ein reichsunmittelbarer Ritter. Die haben sich auch gerne selber Reichsritter genannt, um sie zu erhöhen. Aber das ist tatsächlich der Sachverhalt, der dahinter steckt. Viel Lust zur Schule hatte ich nicht, sondern viel mehr an Pferden und am Reiten, schrieb er. Gott habe ihn nun mal als Kriegs- und Reitersmann geschaffen. Denn zu diesem Zwecke war ich ja da. Also zwei völlig unfähige, schlecht angezogene Diener packen ihn in eine hässliche Rüstung, während er wild mit den Augen rollt. Ist das das Bild, das wir uns von einem Ritter der frühen Neuzeit zeigen wollt? Also das ist eure viel geliebte Renaissance. Das ist genau diese Renaissance, die ihr immer als Positivbild gegen das Mittelalter stellt. Aber offenbar nur, wenn es gerade gebraucht wird. Ja, und da haben wir eben Götz von Berlichingen. Es gibt, wie gesagt, Abbildung von ihm. So sah der wohl aus. Gottfried Götz von Berlichingen. 1480 als letztes von 10 Kindern geboren. So einer muss sich was erstreiten. Und darin war er groß. Als Ritter war er von... Wir sehen die Lehnspyramide, die muss rein. ...geringem Adel. Aber das störte ihn nicht. Er war Reichsritter und... Na, er war von geringem Adel, aber er war von Adel. Also das klingt gerade so, als wäre irgendwas ganz unten. Nee, er ist schon adelig. Damit allein dem König untertan. Nur ihn und Gott hatte er über sich. Juristisch ja, faktisch nein. Weil sich mit entsprechend höher Adligen anzulegen, ist halt blöd. Die haben halt auch mehr Macht, mehr Geld und so weiter. Also, aber rein juristisch ist es richtig, er hatte über sich tatsächlich nur den König. Oder Kaiser, das ist ja mehr oder minder, wo er gerade steht. Und dementsprechend konnte man ihn zum Beispiel auch nur vor königlichen Gerichten anklagen. Gibt so ein paar Besonderheiten dabei. Doch wenn der Kaiser rief, musste er gerüstet kommen. Ihm war er Heeresfolge schuldig. Wobei die Heeresfolge in der Zeit halt nicht mehr die Bedeutung hat wie früher. Also die meisten haben sich mittlerweile von der Heeresfolge befreit und stattdessen wurden Söldner angeworben. Also spätestens ab dem späten 15. Jahrhundert ist die Heeresfolge, es gibt sie, aber sie wird oft abgeleistet durch Geld. Aber vor allem führte Götz Krieg auf eigene Rechnung. 15 Fehden habe er in eigener Sache geführt und Freunden tatkräftige Hilfe geleistet, wie er es nannte. Das verschaffte ihm den Ruf eines Raubritters. Sein Markenzeichen wurde die eiserne Hand. Götz hat sich eben noch als ein Mitglied dieser mittelalterlichen Adelsgesellschaft verstanden, in der Freiheit den höchsten Wert ausmachte. Er hat dann... Freiheit, weiß ich nicht, weil gerade für den, was ist Freiheit für einen Adligen, der in einem Gefüge drin ist, ja, also seine Freiheiten, man müsste hier von Freiheiten sprechen, waren ihm wichtig, die hat er verteidigt, aber ansonsten, was der Mann sagt, ja, Götz von Berlichingen hat sich, wie viele seiner Zeitgenossen, wie viele Reichsritter in der Zeit, eben noch mit den alten ritterlichen Werten identifiziert, vor allen Dingen die Werte, die ihm nützen, wie zum Beispiel im Fehderecht, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Auf dieser Grundlage Erpressung, Menschenraub, durchgeführt. Das Ganze war ein Bandentum aus unserer heutigen Sicht. Für Götz aber etwas ganz anderes. Darin drückte sich eben seine Freiheit aus. Das ist genau der Punkt. Der Ritter des Mittelalters, hatte ich ja schon oft, der darf einen Gegner gefangen nehmen und darf Lösegeld für ihn verlangen. Das ist ein guter Mechanismus, denn die bringen sich nicht gegenseitig um. Man ist zu wertvoll als Ritter. Ja, er darf Fehden führen, er darf sein eigenes Recht selbst verteidigen. Das ist ein Recht, das mit seinem Ritterstand eigentlich untrennbar verbunden ist. Und all diese Rechte hören auf. Die Kriegsführung ändert sich. Es werden immer weniger Gefangene gemacht. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Seine Recht, sich in Fehden zu verteidigen, nimmt auch ab. Hat er nicht mehr, wird mit dem Landfrieden von 1495 im Prinzip beendet.
Und genau diese ehemals ritterlichen Rechte sind auch jetzt auf einmal nicht mehr von Interesse. Und wie der Experte gerade durchaus richtig gesagt hat, aus unserer heutigen Sicht ist das Bandentum, ist das Erpressung. Wenn man sagt, ich habe es ja auch schon gesagt, Ritter sind so wie Gangster-Rapper oder überhaupt wie Gangster, letztlich ist es ja genau andersrum. So mafiöse Strukturen sind letztlich feudale Strukturen. Tatsächlich. Und da haben wir jetzt so einen feudalen Mafiosi, der in einer Welt sitzt, in der seine Übergeordneten das Recht an sich gezogen haben und im Prinzip die Staatsmacht stellen. Das ist was Neues, das gibt's nicht. Und so haben wir tatsächlich mit Götz von Berlichingen einen typischen Raubritter, der ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und da fangen die Konflikte an. Aber nicht nur die Raubritterei gehörte zu seinem Geschäftsfeld. Vor Landshut verdingte er sich auch gegen Lohn als Ritter. So ritt er für die Pfälzer gegen die Bayern. Götz. Die Rüstung ist der Hammer. Jetzt haben die Morion auf. Passen 16. Jahrhundert. Noch Spanien. Der kommt viel später bei uns an. War Söldner. Wie viele arme Ritter, die sich was dazu verdienen mussten. Wer sagt denn, dass der ein armer Ritter war? Und wer sagt, dass Soldritter arme Ritter waren? Die wurden richtig, richtig, richtig gut bezahlt. Also Söldner wurden insgesamt gut bezahlt. Ein einfacher Fußsoldat war so etwa 4 Gulden. Und das ist mehr, als die meisten Handwerksmeister als Monatslohn bekommen haben. Also sie wurden richtig gut bezahlt. Verlorene Ausrüstung wurde ihnen ersetzt. Und Ritter, wenn sie denn ihr Geld bekommen haben, da gibt es ein paar Fälle, also hier Frunzberg ist seinem Geld nachgejagt, aber wenn sie bezahlt wurden, richtig gut. So ein Ritter war ein hoch ausgebildeter Spezialist, der hat richtig Geld verdienen können. Also von wegen arme Ritter, auch Götz von Berlichingen, der kauft sich eine Burg. Kleine Feldgeschütze kamen damals gerade in Mode. Nein, kleine Feldgeschütze waren schon ziemlich lange da. Also das ist irgendwie fast 50 Jahre nach der Belagerung von Neuss, bei dem wir schon auf beiden Seiten einen riesigen Fuhrpark hatten. Und kleine Feldgeschütze kommen so Ende des 14. Jahrhunderts in Mode? Nicht unbedingt willkommen bei den Rittern. Abgesehen davon, dass die Ritter sie benutzt haben. Okay, diese Feldgeschütze in der Form wären tatsächlich neu, aber generell kleine Feldgeschütze, in zum Beispiel aus eisernen Ringen geschmiedet, so Kammergeschütze, die gibt es schon länger. Und nee, die Ritter haben da nichts Großes dagegen gehabt, die haben sich da sehr schnell adaptiert. Also die waren auch durchaus mit der neuesten Technik vertraut und haben sie benutzt. Dass euch die Kugel nicht auf die Füße fällt. Na los! Genietete Eisenhüte. Die sind zu dem Zeitpunkt auch schon seit 200 Jahren passé. Die Feldschlangen waren noch nicht sonderlich zielgenau, aber erschreckend laut für Ross und Reiter. Ja, das Ding ist, die haben Beckenhauben auf. Jetzt kommt ihr uns mit Beckenhauben. Die hätten wir im letzten Film gebraucht bei Chrissy, wo die Leute irgendwelche ganz komischen Helme getragen haben. Also jetzt zeigt ihr uns einen Helm, der seit 200 Jahren oder zu dem Zeitpunkt seit 100 Jahren komplett aus der Mode ist, den wir im letzten Film gebraucht hätten. Dafür hätten da irgendwelche absurden Nasalhelme mit Kette dran. Absoluter Quatsch. Und ist wieder dieser Quatsch, dass die Kanonen nicht sehr zielgenau, vor allen Dingen laut waren, die Pferde erschreckt wurden. 100 Jahre vor diesen Ereignissen im Landshuter, vor Landshut, wurden schon Burgen in sehr kurzer Zeit sturmreif geschossen mit Geschützen. Und dann passierte es. Ein Fehlschuss aus den eigenen Reihen traf ihn. Wie durch ein Wunder überlebte er. Aber die Hand war ab. Nur, dass die ganze Sache bei einer Belagerung passiert ist und nicht auf dem freien Feld. ...1504 konnte ihm geholfen werden, wenn er an den richtigen Ort ging. Nürnberg war damals das Silicon Valley des Mittelalters. Das unterschreibe ich so. War es tatsächlich eine ganz wichtige Stadt. Also geholfen wurde ihm da allerdings vor Landshut erstmal von dem Feldscher. Erfinderzentrum und Waffenschmiede. Feinmechaniker fertigten hier die ersten Taschenuhren und technische Apparate für den Export in alle Welt.
Wobei die berühmte Taschenuhr des Nürnberger Ei inzwischen als Fälschung entlarvt ist. Aber ja, sie waren Uhrmacher, Feintechnik, Nürnberg, ganz, ganz wichtig. Auch für das Problem des Ritters Götz gab es hier eine Lösung. Ich sag dir, diese Schießerei kann ich nicht leiden. Und die Städte auch nicht. Dann geht doch zum Hufschmied. In eurem Dorf wird es doch einen geben. Hüte dein Mundwerk, wenn du mein Geld willst. Wir sind nicht mehr, im Mittelalter und trotzdem sind die unfreundlich zueinander. Also tatsächlich muss Götz so eigentlich relativ redegewandt sein, weil er es immer wieder schafft, sich rauszuwinden, immer wieder auch in Anstellungen kommt. Der muss eigentlich, nach allem, was wir wissen, ein relativ charismatischer Typ gewesen sein. Wenn ihr daran zieht, dann macht es schnapp. In Nürnberg muss auch ein Raubritter zahlen. Werdet ihr? Wenn's schnappt, zahle ich auch. Spannung! Gut, jetzt hat mir Terra X im wahrsten Sinne des Wortes den Stinkefinger gezeigt. Das ist schon meme-verdächtig. Wow, ich fühle mich direkt angesprochen. Warum auch immer. Nix, du Scharlatan. Also, die Geste in der Form gab es noch gar nicht. Es gibt eine andere Geste, die derzeit üblich war, aber die Geste gab es noch gar nicht. Vielleicht ein Gottesurteil. Hör mir zu, mein Freund. Ich habe dir schon mal gesagt, du sollst deine Zunge hüten. Niemand redet so mit Götz von Berlichingen, weil er sonst mit dieser eisernen Faust die Rechnung begleichen wird. Ja, droh mal einem Nürnberger Handwerksmeister in Nürnberg. Total eine gute Idee. Ach ja, super. Also nochmal zur eisernen Hand. Es gibt zwei. Götz von Berlichingen hatte zwei unterschiedliche eiserne Hände und sie haben funktioniert. Sie waren technisch jetzt nicht der Wahnsinn. Ich habe auch keine Ahnung, ob die aus Nürnberg stammen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Sie sind clever aufgebaut, weil sie eben einen Sperrmechanismus haben. Ob sie tatsächlich irrsinnig modern für die Zeit sind, ich glaube nicht. Sie sind relativ einfach gebaut, aber durchaus sinnvoll. Und die waren auch nicht, ist auch nicht so, dass es ein Einzelding ist. Also wir haben tatsächlich einige Prothesen aus der Zeit. Wer so eine Verletzung hatte, hat sich eine entsprechende Prothese machen lassen. Relativ üblich. Bitte sehr. Das nennt man feinste Nürnberger Wertarbeit. Und ihr bezahlt eure Rechnung bis Johanni. Und damit war er geboren, der Ritter mit der eisernen Hand. Sie wird zu seinem Alleinstellungsmerkmal, zu seinem Icon, gefürchtet in Stadt und Land. Der Freiherr von Berlichingen hütet heute die originale Götzhand. Ein Schwert konnte der Ritter damit nicht halten, aber die Zügel seines Pferdes. Diese eiserne. Ganz lustig, die sieht viel besser aus als der Handschuh von eben. Klar, da muss der Schauspieler seine Hand reinstecken. Aber die sieht schon durchaus besser aus. Die Prothese hat folgende Besonderheit. Alle Fingerglieder sind beweglich. Aus dieser Grundstellung heraus. Mit Fingernagel, herrlich, oder? Herrlich, dafür liebe ich das Mittelalter. Ich weiß, wir sind nicht im Mittelalter. Aber die ganze Zeit. Super. Fingernagel. Gibt es auch auf Panzerhandschuhen, Fingernägel. Das konnte Götz seine Finger, die einzelnen Finger und Fingerglieder biegen, wie er es brauchte, um einen gewissen Gegenstand zu greifen. Auch den Daumen lässt sich einbiegen. Dann hat er verschiedene Knöpfe gehabt, zum Beispiel hier für den Daumen, der dann wieder in die Ausgangsstellung zurückspringt. Und nicht nur die Finger, auch die Hand war seitlich beweglich und konnte dann so einen leichten Gegenstand greifen. Für Götz war die Burg Hornberg Schutz und Trutz, eine feste Burg. Für andere war sie ein Raubritternest, eine ständige Bedrohung für Städte, Kaufleute und Landesherren.
kein... Warum steht ihr da mit einer gespannten Armbrust rum? Ja, wie gesagt, natürlich, Raubritter, also aus der Sicht der Städte sind das Raubritter und sie sind eine Gefahr für den Handel und das ist aber keine sehr einseitige Sache, also Nürnberg ist dann gerne mal ausgezogen mit großem Truppenkontingent, hat so eine Burg belagert, hat den Raubritter nach Nürnberg verschleppt und dann dahin gerichtet, was nur so halblegal war, aber sie haben es gemacht und der Kaiser hat es mehr oder weniger durchgehen lassen, weil er sich in den Streit auf keine Seite stellen wollte, also von daher, ja, Raubritter waren ein Ding. Aber, wie gesagt, letztlich verteidigen sie Rechte, die sie mal gehabt haben. Von Berlichingen, Reichsritter seiner Majestät Kaiser Maximilians. Wie ihn der Herrgott geschaffen und dann die Welt geformt hat. Der Erzbischof von Mainz lädt dich zum Verhör. Er möge mir einen Grund dafür nennen. Beleidigt hat er mich schon genug. Du hast den Bundesrat Johann Küchenmeister gefangen gesetzt. Nie gehört von dem Mann. Um für ihn ein hohes Lösegeld zu erpressen. Das ist nicht wahr. Der Amtmann aus Krautheim hat es geschworen. Dieser gottesfürchtige Mann soll mich kennenlernen. Bestelle diesem Amtmann in Krautheim die besten Grüße. Ich kann mit meiner Hand eine Nuss knacken. Wie beeindruckend. Und die Hand, die wir eben gesehen haben, könnte das halt nicht. Reine Fantasie. Von mir. Ich will ihn bald besuchen. Verschwindet! Aber schnell. Genauso geht man in einem Abgesandten des Erzbischofs von Mainz, dem höchsten Kurfürsten im Land, um. Genauso. Und dann kam es. Die Schaller ist übrigens zu dem Zeitpunkt auch schon wieder so 25 Jahre veraltet. Nicht wichtig. Zwischen dem Amtmann von Krautheim und Götz von Berlichingen zu der historischen Begegnung, in der ein Satz fiel, der uns noch heute hilfreich von den Lippen geht oder einfach nur so rausrutscht. Stumpf! Zeig dich! Stumpf! Ich hab mit dir zu reden! Wir könnten die Burg niederbrennen. Wenn wir zu viert davor stehen, können wir die Burg niederbrennen. Das will ich sehen. Stumpf! Wenn du kein Feigling bist, dann komm raus und zeig dich! Mutter Maria, es ist der Götz! Der Feigling schickt die Frauen vor. Hey Götz, du Raubgesindel, du Heckenreiter, du einarmiger Bandit! Ich werde dich beim Kaiser verklagen! Weißt du was? Ja, nehmt dieses Bild. So stellt sich Terra X einen Ritter des 16. Jahrhunderts vor. Wir sehen nichts von der Mode. Wir sind ja so seit der Landsknecht, diese Schlitzmode, die verbreitet sich. Es ist möglichst bunt, möglichst auffällig, möglichst weit. Davon sehen wir gar nichts. Was wir sehen, sind graue und braune. Also ihr braucht nicht mal einen Mittelalterfilter. Gutes Gras, ein bisschen entsättigt und die Szenerie stimmt. Das ist das, was den Leuten zum 16. Jahrhundert einfällt. Und lasst dieses Bild echt auf euch wirken. Der Hammer. Ich werde dir was sagen, du kannst mich, lecker mich hinten! Ein Spruch und seine Karriere. Der junge Goethe wurde 1774 schlagartig mit einem Schauspiel berühmt. Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Er hatte die Lebensbeschreibung des Ritters gelesen und seinen Spruch, leck er mich hinten. Im Stück aber lässt er den Götz sagen, er kann mich im Arsche lecken. Damit war der Götzgruß nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Nur auf seinen Kaiser ließ der Ritter mit der eisernen Hand nichts kommen. Du kannst dich drauf verlassen, Götz! Ich werd's dem Kaiser klagen! Jetzt hat der Reiter eine Fackel. Zufällig hat der Reiter eine Fackel dabei. Wie praktisch. Ich warne dich! Ich bin jetzt total gespannt, was diese eine Fackel gegen eine Burg anrichtet. Na? Ich sage euch. Jetzt fängt die Steinwand an zu brennen.
Auch wenn ich es könnte gegen den Kaiser, werde ich meinen Lebtag nicht unternehmen. Und dann klappt das Visier zu. Aus Gründen. Ob er dem Amtmann von Krautheim Haus und Hof ansteckte oder Kaufleute ausraubte, Götz sah sich immer im Recht. Er berief sich auf altes Recht des Ritterstandes. Das ist auch korrekt. Hätten wir nicht diesen Landfrieden von 1495, hätte er recht. Gut, es gibt immer wieder Landfriedensbeschlüsse, die dieses Fehdrecht einschränken, aber letztlich hat er recht. Und dass es Beschwerden über ihn beim Kaiser gab, verstand er gar nicht. Das hat er bestimmt verstanden. Er wusste sehr wahrscheinlich sehr genau, was er tut. Der Kaufmann aus Nürnberg. Ist das jetzt Maximilian? Das ist Maximilian? Gott, was will der schon wieder? Es geht um Götz von Berlichingen. Also der hat jetzt keine graue und braune Kleidung an. Er hat nur einfach Kleidung an, die zu der Zeit nicht üblich war. Also die Zeit, in der das üblich ist, ist so 20. Jahrhundert Theaterausstattung. Da haben wir solche Kleidung in der Art. Und warten. Maximilian war ein fortschrittlicher Kaiser, der die Aufgaben der Zeit erkannte. Er sorgte für mehr Rechtssicherheit. Das Reichskammergericht wurde oberste Berufungsinstanz. Er sorgte für das Eine von zwei. Es gab auch noch das Hofgericht. Mitspracherecht aller Stände im Reichstag. Mitspracherecht aller Stände? Nee. Also die Reichsstände, ja, aber da waren 90% der Bevölkerung gar nicht drin vertreten. So, null. Also nicht so, dass da Bauern mitsprechen durften oder sowas. Und er führte ein Postmonopol ein. Den Titel eines erwählten Kaisers gab sich Maximilian I. 1508 selbst, ohne je vom Papst gekrönt worden zu sein. Das war ja der Punkt, deswegen nennt er sich erwählt, weil er von den Kurfürsten gewählt wurde. Er wird nicht mehr vom Papst gekrönt und deswegen dieser neue Titel. Er reformierte das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Einerseits war er ein moderner Monarch, andererseits ein Traditionalist, der die alten Ideale des Rittertums hochhielt. Den er gleichzeitig alle Rechte genommen hat. Also er ist ein Romantiker, er will das romantische Rittertum leben. Das ist ihm tatsächlich auch in der Selbstdarstellung sehr, sehr wichtig. Aber genau unter ihm werden eben diese alten Rechte der Ritter eingezogen. Also er etabliert so eine romantische Ritterfantasie auf der einen Seite, auf der anderen Seite schafft er den Ritterstand, wie wir ihn vorher kannten, einfach ab. Seine liebste Freizeitbeschäftigung waren Ritterspiele. Er selbst schrieb den Roman Die Abenteuer des Ritters Teuerdank. Ja, und auch noch zum Beispiel den Weißkunig. Also er hat da gleich mehrere Bücher, in denen er sich mehr oder weniger verherrlichen lässt. Das ist jetzt aber... Na, das ist er tatsächlich. Das ist ein Bild von Peter Paul Rubens. Also das sind wir weit, weit weg. Die ganze Ausstattung, die man hier sieht, hat mit der historischen Figur Maximilian gar nichts zu tun. Keine sehr gute Quelle. Wobei tatsächlich Rubens da noch näher an die Vorlagen kommt als heutige Doku-Produzenten. Man könnte Maximilian auch einen Ritter aus Leidenschaft nennen. Maximilian ist von seiner Nachwelt als der letzte Ritter bezeichnet worden. Er war ein leidenschaftlicher Turnierbesucher, hat selber auch Turniere ausgerichtet. Er war Jäger. Man kann sagen, dass zu seiner Zeit er das Turnierwesen am Laufen gehalten hat. Also wirklich hat große Turniere veranstaltet. Und große Turniere waren gar nicht so häufig, wie man denkt. Aber Maximilian hat tatsächlich einiges dazu beigetragen. Und letztlich ist er die treibende Kraft hinter dem Turnierwesen seiner Zeit. Leidenschaft. Er hat sich in seinen autobiografischen Texten als der wahre Ritter inszeniert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war er aber auch ein Herrscher, der Zukunft zugewandt war. Denn mit dem Namen Maximilian sind auch umfassende politische und militärische Reformbemühungen verbunden. Ein Hauptproblem sah Maximilian in den Rittern, die sich wie Könige in ihrem Land aufführten. Er brauchte aber sicheren Handel im Reich. Keine Raubritterei. Schon dreimal hat uns der Götz überfallen.
Zu keiner Messe können wir mehr fahren, ohne beraubt zu werden. Also, der Kaiser, den Kaiser kennt man daran, die Burg ist immer noch nicht schön, es ist immer noch relativ nackter Stein, aber ganz viele Diener sind da und putzen. Daran merkt man, wir sind nicht mehr im Mittelalter, sie putzen jetzt. Nee, wir sind im 16. Jahrhundert und die Ausstattung jetzt würde richtig teuer werden. Also den Hof Maximilians darzustellen, da verstehe ich auch durchaus, dass man Kniffe machen muss, weil wir sind nicht mehr im Hochmittelalter, wo man das mit ein paar Wandteppichen, ein paar Truhen hinbekommen würde. Das ginge tatsächlich noch, sondern jetzt sind wir in einer Zeit, wo es wirklich teuer und prachtvoll wird. Wird halt schwer sein, sein Kabinett, sein Saal oder sonst irgendwas zu zeigen. Aber so, das ist ein bisschen wenig. Eure Majestät, hört doch, ohne unsere Kredite werdet ihr bald... So spricht man mit dem Kaiser. Gleich an die Kredite erinnern, gleich. Genau richtig. Und dahinter steht einer, was habt ihr für ein Weltbild? Was habt ihr für ein Weltbild? Mit Verlaub, Eure Majestät. Aber dieser Götz ist eine Gefahr für den Land... Muss der jetzt aufs Klo? Frieden, Eure Majestät? Eure Majestät? Wenn ihr Kaufleute einen Pfeffersack verliert, soll ich gleich Himmel und Erde in Bewegung setzen und das Heer schicken. Der Kaiser spricht ja auch so. Und ich glaube, der ist jetzt auf dem Klo. Aber wenn es um unser heiliges römisches Reich geht und ich euch um Hilfe rufe, dann ist keiner von euch zur Stelle. Dann lasst ihr eure Hände in euren Geldbeuteln. Kaiser Maximilian, der letzte Ritter. Der so einen Hof, also diese Idee, dass so ein Kaiser einen Hof um sich hat und Hof hält, was er so aus späteren Zeiten kennt, das fängt mit Maximilian an. Also Friedrich der Dritte, sein Vater, hat schon so leichte Ansätze, aber bei Friedrich, der ist mit einer, hat Maria von Burgund, die Tochter des Herzogs von Burgund, geheiratet, ist er damit mehr, oder sein Sohn ist der Erbe der burgundischen Erblande und der hat burgundischen Hof geschnuppert, der übernimmt das, der übernimmt ganz viel davon. Zum Beispiel den Orden, den man vorhin gesehen hat, den Orden vom Goldenen Vlies, übernimmt er. Und diese Figur, die alles versucht, um burgundische Hofmode und burgundische Hofzeremoniell am Leben zu halten, die stellt ihr dar, wie sie auf dem Klo sitzt, mit Pupsgeräuschen und der sie durch die Tür unterhält. Ist das euer Ernst? Und ihr wundert euch, warum das Mittelalter komisch, also so dargestellt wird und die Leute das Mittelalter so herabwürdigen. Ich brauche ganz dringend Beruhigungsmittel. Es ist kein Arschwisch da! Hätte ich mir heute Morgen nicht träumen lassen. Ich hätte mir heute Morgen nicht träumen lassen, dass ich hier sitze und zusehen musste, wie Kaiser Maximilian I. nach einem Arschwisch schreit. Und es soll jetzt wahrscheinlich lustig sein, dass er mir sagt, wie kommt man da drauf? Meint ihr, das ist noch zu unterbieten? Oder sind wir jetzt wieder mal am Tiefpunkt angekommen? Geht das noch schlimmer? Jetzt zieht sich noch die Hose hoch. In einer Mode, in der die Hose am Bams befestigt ist und das Hochziehen gar nichts bringen würde. Wenn, dann müsst ihr da noch an der Nessel rummachen. Also wie ihr wollt. Reichsacht über Götz von Berlichingen. Das war's dann. Eine harte Strafe. Die Reichsacht. Götz durfte... Ja, schon. Also grundsätzlich, die Idee der Reichsacht ist schon hart, hat Folgen. Aber wir haben so einige, die durchaus über sich haben ergehen lassen. Den Burgkreis nicht mehr verlassen, kein Pferd mehr besteigen und schlimmste aller schlimmen Demütigungen. Der Kaiser wird mich schon erbrauchen, glaubt mir. Er musste Schwert und Rüstung ablegen. Nur eine Frage der Zeit. Gut, die Reichsacht sagt so eine ganze Menge mehr. Das, was ich gerade aufgezählt habe, ist alles der Kleinkram. Und weil jetzt die Reichsacht kommt, legt dann Götz von Berlichingen brav Schwert und Rüstung ab. Der trägt ja die Rüstung überhaupt nur, wenn er sie braucht. Und dann zieht er die auch weiter an. Also das ist gerade völliger Dummfug. Da kommt ein Brief vom Kaiser, du darfst deine Rüstung nicht mehr tragen. Oh, zieh sie schnell mal aus. Ich hatte sie gerade zufällig an. Was für ein Quatsch. Was für ein großer Quatsch.
wenn erst der böse Türke kommt und in sein schönes Reich hereinspaziert. Also wenn ich mich nicht völlig irre, dann ist auch die Sache, dass er, also die, dass er kein Pferd besteigen durfte und seine Burg nicht verlassen wurde, hatte mit der Reichsacht gar nichts zu tun. Sondern ich meine, das sei die Urfehde, die er schwören musste. Er hatte im Ärger im Schwäbischen Bund, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er war, saß über ein Jahr im Turm, also eine Stadt hatte ihn gefangen genommen, er saß im Turm und musste dann Urfehde schwören. Das heißt, ich führe keine Fehde mehr gegen euch. Und dazu gehörte eben auch diese Dinge. Die kamen, soweit ich nicht vom weiß, nicht vom Kaiser. Und er musste diese Urfehde 1530 schwören. Und fast, es hat 10 Jahre gedauert, bis er dann wieder gebraucht wurde. Also er hat recht, er wurde gebraucht, aber das war eine relativ lange Zeit. So dumm wie Stroh. Die Burg im Hintergrund kennen wir doch. Diese Fantasy-Burg. An welchem Ort liegt, also das ist dieselbe Burg, die wir irgendwie in Belagerung hatten, an welchem Ort liegt, liegt eine solche Burg so nah an einer Stadt? Und die Stadt hat auch gar keine Mauer, ganz lustig. Das wird uns jetzt als Turnier gezeigt. Also Turnier in der Zeit ist immer noch so, der Tjost ist die Nebensache, das Gestampfe oder der Behurt ist eigentlich Wichtige. Da stehen halt 3 Hansel. Wird wieder nicht gerecht, was Turniere waren. Turniere waren oft in Städten. Die Städte hatten die Infrastruktur, auch um die Leute unterzubringen. Schaffhausen zum Beispiel, gab es ja mal eine Wiederaufführung, an der ich teilgenommen habe. Irgendwie 300 Ritter hatten die. Und der Marktplatz war komplett entsprechend umgebaut. Große Tribünen, wenn wir da Abbildung haben, riesen Infrastruktur. Das ist jetzt eher klein. Nicht toll, wenn der Ton überhaupt nicht zu den Instrumenten passt. So null. Dafür haben sie aber lange gezeigt. Spart Sendezeit. Maximilian, unser großer Kaiser. Kaiser der Römer. Mehrer des Reiches. König von Germanien. König von Dalmatien. König von Jerusalem. Herzog von Burgund. Und Graf von Tirol. Am liebsten ließ ich Maximilian jedoch der... Da kommt der dann von der Seite reingedackelt. Was für eine hässliche Rüstung. Also Maximilians Rüstungen sind, haben wir durchaus eine Ahnung, wie die aussahen. So sahen sie nicht aus. Da kommt der nach der Rede, die gerade so aus Ritter aus Leidenschaft stammen könnte, von der Seite reingedackelt und führt sein Pferd, das nicht mal eine Schabracke hat oder sowas. Also Leute, guckt doch mal in die Bildquellen von entsprechenden Turnieren. Also im Ernst, irgendwo, ich kann es gleich mal zeigen, ich habe sein Turnierbuch hier. Maximilian I. hat ein Turnierbuch verfassen lassen in Freidal. Das ist voll davon, wie Turniere aussehen. Also da muss man nur reingucken und weiß genau, wie sah das aus. Der hat alles aufschreiben lassen. Letzte Ritter nennen. Er liebte den Kampf für Ruhm und Ehre, Preis und Lob. Und diese Trümmertruppe in schlechten Klamotten soll dann der Hochadel des frühen 16. Jahrhunderts sein. Na danke. Links wie ein Ritter lebte der Kaiser nicht. Er war, was wir heute einen Re-Enactor nennen würden. Boah, also da ich ja selber in die Kategorie falle als historischer Darsteller und Re-Enactor ist so ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil das ist eine ganz bestimmte Art der Aufführung, also historische Dinge, Ereignisse, die es tatsächlich gab, nachstellen. Wieso soll der ein Re-Enactor gewesen sein? Der Mann ist noch in den Krieg gezogen. Entschuldigung, der hat an mehreren Schlachten teilgenommen. Wo ist denn der ein Re-Enactor? Und dann beginnt das Turnier. Ja, jetzt beginnt das Turnier. Auf der einen Seite haben wir eine Hundskugel aus dem frühen 15. Jahrhundert. Auf der anderen Seite einen Fantasy-Helm, diese Rüstung klappern vom Zusehen. Tatsächlich diese große Schild, das der Rechte auf der Schulter hat, diese Tatsche, ist nicht ganz falsch. Das ist der einzige Ausrüstungsgegenstand, den ich gerade sehe, der halbwegs passt. Ansonsten, wie gesagt, keine Schabracken auf den Pferden, nichts, keine Ausrüstung, keine Pferderüstung, keine Rossstirn,
Und wahrscheinlich was ist denn das für ein Gummibecher da an der Lanze? Und wahrscheinlich stoßen sich gleich gegenseitig vom Pferd oder sowas, was überhaupt nicht üblich war. In der Zeit, da haben wir das mechanische Rennen. Die Leute haben auf der Brust einen Mechanismus, der eine Tatsche nach oben schleudert als Trefferanzeiger. Die hatten einen mechanischen Trefferanzeiger. Das ist das Turnier dieser Zeit. Hat nichts zu tun mit dem, was wir gerade sehen. Zur Zeit Maximilians war es das Sportereignis des Jahres. So etwas wie ein Grand Prix. Nochmal, der Tjost ist das weniger Wichtige am Turnier. Der Massenkampf, das ist das, worauf es ankam. Das ist der Grand Prix. Die Turniere waren keine Kriegsspiele mehr, wie im frühen Mittelalter. Sondern? Eine Barriere verhinderte den Zusammenprall der Pferde. Schön zu sehen, Balsaholz splittert in 1000 Splitter. Ich war dabei, als in St. Wendel 2012, meine ich, zum ersten Mal ein Turnier mit massiven Lanzen durchgeführt wurde. Da standen mehrere Historiker am Rand und sie haben plötzlich losgejubelt, weil die Lanze ist in exakt 3 Stücke zerbrochen. Und auf historischen Abbildungen sieht man auch 3 Stücke, wenn eine Lanze bricht. Also es sind massive Fichtelanzen, da bricht nicht so in 1000 Splitter, sondern es ist saubere Brüche, wirklich saubere Brüche, meistens in 3 Teilen. Und die tödlichen Spitzen der Kriegslanzen wurden entschärft. Eine Sollbruchstelle ließ sie brechen. Nein, da ist keine Sollbruchstelle. Die Entschärfung besteht daraus, dass die Lanzenspitze nicht eine Spitze hat wie eine Kriegsspitze, sondern 3 Spitzen im Krönlein. Das soll dazu da sein, um sich festzubeißen, denn diese Tatsche, die der auf der Schulter hat, ist eigentlich eine Holztatsche gewesen. Später kommen auch Metalltatschen dazu, die da auf dem Gitter drauf haben, damit die Lanze sich irgendwo festhaken kann. Oder eine dieser 3 Spitzen sollte im Seeschlitz sich festhaken, gibt mehr Punkte. Und da ist nichts dran entschärfen, es gibt auch keine Sollbruchstellen. Im Gegenteil. Habt ihr das auch gerade gesehen? Erstmal, warum sitzt Kaiser Maximilian in Rüstung auf der Tribüne? Was ein Quatsch. Und dann sitzt dieser Rumpelkammerkaiser da und nimmt den Rock der Dame neben ihm und poliert damit seinen Helm. Die lassen nicht mal so eine Nebenszene aus, um die Menschen von damals als völlige Idioten und Barbaren darzustellen. Nicht mal, nee, der könnte jetzt also einfach freundlich gucken können. Ist überhaupt nicht wichtig. So ein Ritterturnier war ein ganz großes Kino, ein Big Picture damals gewesen, denn Sie müssen sehen, es traten ja nicht nur 2 Ritter mit eingelegter Lanze aufeinander, sondern neben dem Turnier war ein großer Festplatz eingerichtet. Es fanden Warenmärkte statt, Jahrmärkte der Eitelkeiten fanden statt quasi. Man versuchte sich darzustellen, möglichst... Also nochmal ein ganz wichtiger Punkt. In Jahrmärkten weiß ich nicht, wo er die Quellenkurse hat. Turniere waren nicht für die Massen. Die durften zugucken, teilweise. Aber Turniere waren für die Teilnehmer und für die Adligen vor Ort. Prestigeträchtig auch. Am Abend wurden Festbankette veranstaltet und Preisveranstaltungen. All das diente der fürstlichen, ritterlichen Repräsentation, standesgemäß aufzutreten auch. Eines der schönsten Turnierbücher gehört den Baronen von Gemmingen. Es zeigt die Blütezeit der spätmittelalterlichen Turniere. Und hier zeigen sie selber, also endlich haben wir mal eine zeitgenössische Quelle. Ich hätte den Freidal genommen, weil er eben mit Maximilian zu tun hat, aber jetzt zeigen sie endlich mal eine Quelle und man sieht, wie absurd schlecht ihre Spielszenen sind. Gut ist es danach zeigen, aber so sehen Turnierritter in der Zeit aus. Die Pferde haben Panzerung, die Pferde haben Schabracken, also mit Wappen verziert. Wir sind im 16. Jahrhundert, deswegen dieser Rock, den die Ritter tragen, das ist zu der Zeit ganz beliebt. Sie tragen aufwendigste Helmchen. Es geht alles darum, sich zu zeigen. Denn der Experte eben hat durchaus nicht Unrecht. Es ist eine Sache des Prestiges. Und sich auf einem Turnier zu zeigen, ist wahnsinnig wichtig. Wir haben noch kein Fernsehen, wir haben noch keine Klatschpresse. Man muss vor Ort sein, man muss sich vor Ort zeigen, man muss sich einen Ruf erarbeiten und dafür sind Turniere da. Und das ist, was ein Turnier zu der Zeit ist. Reine Selbstdarstellung. Und nicht diese klappernde Rüstung, die wir eben gesehen haben. Ein absolutes Novum. Nicht nur Ritter, Könige und Herzöge legten die prächtigen Rüstungen an, sondern auch etliche reiche Bürger der Städte.
ist ja kein Novum, machen sie schon eine ganze Zeit. Städtische Turniere sind eine ganze Sache. Also Bürger ist ja auch schwierig, weil wir haben in den Städten Patrizier. Und Patrizier sehen sich selbst als adelig, als Ritter. Haben auch den Lebensstil, gibt es viele Beispiele, dass sie das versuchen nachzuahmen. Und natürlich kiosken die. Und es geht sogar so weit, also es gibt auch Scherzturniere, aber es geht so weit, dass die Ritterbünde bei ihren Turnieren Städter ausschließen. Es ist ja einfach, die sind geübter. So ein Patrizier, also in Frankfurt am Main, die Patrizier haben teilweise alle 2 Wochen gejostet. Das ist eine ordentliche Übung. Ein Ritter, der auf seiner Burg sitzt und der nächste Ritter, der hat gar nicht die Gelegenheit, so viel zu trainieren. Und tatsächlich, es gibt immer wieder Beispiele, zum Beispiel beim Kaiserkrönung in Frankfurt, das ein Turnier abgehalten wurde, da waren die Bürger ziemlich erfolgreich. Und dann haben die Ritter sie ausgeschlossen. Ritter spielen konnte plötzlich jeder, der es sich leisten konnte. Es war vorher auch nicht anders. Der Ritterstand als klar abgegrenzter Stand, der ist ja noch gar nicht so alt. Was den Fußballfans heute ihre Sammelhefte mit Stickern sind, waren vermögenden Rittern ihre kostbaren Turnierbücher. Das ist mal eine schräge Deutung von Turnierbüchern. Turniere hatten für Maximilian auch große politische Bedeutung. Mit ihnen verschaffte er sich in der Ritterschaft eine einzigartige Anerkennung. Er selbst soll 70 Turniersiege errungen haben. Manchen Gegner rannte er zu Tode. Also es gab bei so etwas auch Tote, aber hier das schon wieder abwerfen. Das gibt eine Abart, das Welschegestech. Da wird wirklich der Gegner abgeworfen. Das sind auch spezielle Sättel, spezielle Rüstungen, ohne Beinzeug, damit man eben den Sturz übersteht. Selten. Die meisten Turniere, da geht es ums Brechen der Lanze. Und er gilt als sehr, sehr, sehr guter Turnierritter. Das ist tatsächlich so, er hat einen großartigen Ruf. Und natürlich war es für ihn politisch. Wir haben ja, also die haben alles gesagt, aber nicht verknüpft. Denn auf der einen Seite versucht er, den Ritterstand seine Rechte zu nehmen. Er versucht, den Ritterstand unter Kontrolle zu bekommen. Auf der anderen Seite ist er auf den Ritterstand angewiesen. Das sind seine, die sind reichsunmittelbar. Das sind seine direkten Gefolgsleute. Und er ist zum Beispiel auf ihre Stimmen auf dem Reichstag angewiesen. Und er muss ihnen einen Ersatz geben. Und der Ersatz ist eben zum einen diese Verlagerung der Ritter zum Offiziersadel, aber auch zum Beamtenadel. Auf der anderen Seite gibt er ihnen mit den Turnieren eben auch Möglichkeit, Prestige zu bekommen und Geld zu verdienen. Die Guten konnten da, man konnte davon leben, Turnierritter zu sein. Für dich, meine Edle, werde ich meinen Gegner aus dem Sattel werfen. Ah, deswegen sitzt er da in Rüstung, weil er selbst jostet. Also diese Rüstung ist ein bisschen schräg. Die ist gar nicht mal so schlecht wie viele andere Rüstungen. Sie passt halt nicht zu dem, was er getragen hat. Ist aber grundsätzlich eine Rüstung aus dem 16. Jahrhundert. Auch die Brust mit dieser geraden Abschluss ist nicht schlecht. Dieser Rüsthaken ist riesig. Also es ist ein klappbarer Rüsthaken, auch nicht falsch. Also diese Rüstung ist besser als das, was wir sonst hier oft gesehen haben. Passt. Es ist halt nicht die Rüstung von Maximilian. Und schon gar keine Turnierrüstung der Zeit. Überhaupt nicht. Das wäre ein Feldherr nicht. Das wäre für die Schlacht. Aber keine Turnierrüstung. Aber hätte es ein Ritter tatsächlich wagen dürfen, den Kaiser aus dem Sattel zu heben? Stand ja. Der Sieg des Ritterstahlherz womöglich von vornherein fest? Für Maximilian gehörten Wagemut und Furchtlosigkeit zu den ritterlichen Tugenden. Und er lebte sie auch. Im Krieg wie im Turnier. Ich dachte, er ist nur ein Reenactor. Entscheidet euch mal. Den König von Frankreich forderte er, allerdings vergeblich, zum ritterlichen Zweikampf anstelle eines Krieges. Die Könige sollten es untereinander ausmachen und nicht ihre Völker auf die Schlachtbank führen. Und schon wieder abgeworfen. Warum fällt denn der vom Pferd, wenn gerade die Lanze in 1000 Splitter gefallen ist? Kann mir das mal jemand erklären? Welche Wucht reißt ihn denn da noch vom Pferd? Gute Idee. Setzte sich leider nicht durch. Das müsste Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg sein. Und jetzt sehen wir tatsächlich echte Turnierrüstungen. Was wir hier sehen, sind Stechzeuge. Wir haben 2 große Arten vom Turnier, Stechen und Rennen.
Stechen, darum geht es wirklich darum, die Lanze zu zerbrechen am Gegner. Deswegen auch ein sehr, sehr massiver Helm, der wie ein Schiffsbug geformt ist, damit viel abgleitet. Beim Stechen geht es eben darum, zum Beispiel so eine Tatsche auszulösen. Es sind unterschiedliche Lanzen, unterschiedliche Rüstungen. Das eine hat eine scharfe Lanze, das andere hat eine Spitze. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Turniere, die teilweise auf demselben Turnier ausgeübt werden, teilweise auch voneinander unabhängig. Und das jetzt, was wir eben haben, diese Stechzeuge, das ist ganz, ganz typisch. Und wir haben es hier eben in Nürnberg, soweit ich weiß, mit bürgerlichen Stechzeugen zu tun. Technologie, die sich auf dem Schlachtfeld bewähren muss. Hier vorne sieht man einen Rennhut. Das ist tatsächlich eine Rüstung fürs Rennen. Wie gesagt, sieht ein bisschen anders aus. Und der ist vorne so abgeflacht und nicht nach vorne, weil eben die Tatsche darüber nach oben geschleudert werden soll. Und man sieht hier auch diese riesigen Rüsthaken. Also die halten die Lanze gar nicht mehr. Ihr merkt, an diesen Rüstungen könnte man jetzt schon wahnsinnig viel erklären. Machen sie leider nicht. Sie zeigen uns diesen Schrott von eben. Aber hier haben wir es tatsächlich mit zeitgenössischen Rüstungen zu tun, die fürs Turnier da sind. Man sieht, zu der Zeit, wir sind hier im 16. Jahrhundert, haben die Rüstungen im Turnier nichts mehr mit den Harnischen auf dem Schlachtfeld zu tun. Um 1470, also 40, 50 Jahre vorher, ist das noch anders. Da wird noch in Feldharnischen gejostet oft. Hier haben wir tatsächlich, das ist reines Sportgerät geworden, ist überhaupt nichts mehr, hat überhaupt nichts mehr zu tun mit der Rüstung auf dem Schlachtfeld. Das Stück konnte auf dem Turnierplatz getestet werden. Innovativ waren schmale Seeschlitze, um Treffer zu minimieren. So schmal war der gar nicht, der Seeschlitz, aber das eben bei diesem Stechzeug am Helm ist wirklich so, dass man den, wenn man sich leicht nach hinten lehnt, dann schließt er sich quasi. Also man kann nach vorne gebeugt etwas sehen, wenn man den Kopf normal hält, ist der Schlitz dann klein von vorne gesehen, aber tatsächlich soll viel Luft reinkommen. Nur wer sich jetzt gewundert hat, warum die da von einem schmalen Seeschlitz reden. Massive Panzerplatten schützten besser gegen Pfeile und Lanzen. Habt ihr gerade diese Verschraubung hinten gesehen? Da ist eine Verschraubung dran, da ist eine Stütze hinten dran. An den Turnierrüstungen wurden sogar mit massiven Flügelschrauben Helmstützen angebracht. Ja, ja. Großartig, oder? Also wie viel Flügelschrauben? Auch vorne der Abart ist ja auch mit Schrauben befestigt. Vollkommen normal. Solch fixierte Helme verhindern heute auch bei Formel-1-Piloten den Genickbruch. Es geht bei diesen Rüstungen einfach darum, auch bei den beim Stechzeug, was wir eben gesehen haben, dass der Kopf vom Helm entkoppelt ist. Kommt Wucht auf den Helm, überträgt sie sich nicht auf den Kopf. Der Kopf ist in diesem Helm ohne Berührung. Was wir bei Feldharnischen nicht haben, da ist der Helm ja wirklich mit dem Kopf verbunden. Hier soll eben die ganze Wucht möglichst den Kopf nicht erreichen. Was einem Ritter im Turnier... Jetzt sind wir wieder bei tollen Tests. Ich bin sehr gespannt. Hier trotz allem passieren konnte, wollen wir mit Wissenschaftlern im Test herausfinden. Habt ihr es gesehen? Eben zeigen sie uns Originale. Massive Originale. Endlich mal, man sieht, wie großartig die gebaut waren. Technische Wunderwerke. Und jetzt sind wir wieder bei billigstem Blech. Also das ist irgendwelche Indienware. Das ist allerbilligster Kram. Also das ist unterste Schiene und damit macht sie jetzt natürlich den Test. Das Billigste, was geht. Also das ist so, wenn wir gerade über Rennautos geredet hätten, Formel-1-Wagen und jetzt irgendwie ein 30 Jahre altes Auto gezeigt wird. Und zwar so ein Kleinwagen, so die Fiat Panda oder sowas. Das ist, wobei Fiat Panda, ich tue gerade dem Fiat Panda Unrecht. In der Crashtestanlage. Das hört sich schon so billig an. Habt ihr es gehört? Von Opel wird ein Dummy zum Turnierritter mit Helm und Harnisch. Was kann ihm bei einem Sturz passieren? Ja, wissen wir jetzt schon. Er bricht sich das Genick und ist tot. Die Ritterdummies rasen mit. Ich sehe da einen Topfhelm. Also die gehen vom 16. Jahrhundert mit den hochspezialisierten Rüstungen zu einem Topfhelm. Mit 60 Kilometern in der Stunde aufeinander. Auf der einen Seite eine Hundskugel, auf der anderen Seite ein Topfhelm. Das sind Rüstungswolpertinger. Das sind 300 Jahre Rüsttechnik auf einmal. Dieser Dreiecksschild, warum auch immer, wofür bei eurem Crashtest, wozu gibt er dem noch ein Schild in die Hand? Ja, und dann sitzt er da auf dem Sattel. Wie gesagt, es ging nicht um runterstoßen. Und natürlich wird es ihn jetzt gleich böse wegschleudern in dieser Billigrüstung, wo nichts entkoppelt ist, wo nichts Wucht ableitet oder so etwas. Dazu.
Die Aufprallmasse der Lanze beträgt gut 400 Kilo. Das Gewicht von 16 Zementsäcken auf einmal. Die Lanze ist natürlich auch fixiert, sodass sie eben nicht im Ritter aus der Hand geschleudert werden und schon gar nicht bricht. Ihr habt gesehen, wie spät da irgendwie ein Bruch war. Bei euren, ich meine, eure Darsteller für eure Action-Szenen haben ja schon mit Lanzen gearbeitet, die möglichst brechen. Hier macht ihr das Steifste, was geht. Und wie gesagt, die Lanzen brechen. Ich habe schon mehrfach in der Bodencrew, ich saß nicht selbst auf dem Pferd, an Turnieren teilgenommen, in denen mit ganz massiven Lanzen gekämpft wird. Ich weiß, wie das aussieht. Ich weiß, was passiert. Und ich weiß vor allem, wie die Ritter es überstehen. In Schaffhausen haben wir innerhalb von 10 Tagen 20 Turniere gemacht. Also rechnet euch, wie viele Durchgänge es war. Wir hatten keine Toten. Die Leute haben Treffer in den Seeschlitz abbekommen und sind danach halt weitergelaufen. Das hat sie nicht groß tangiert. Wir hatten leichtere Blessuren, aber nichts, was irgendwie, niemand wurde so aus dem Sattel geworfen. Da wurde wirklich mit massiven Lanzen und wirklich gut trainierten Pferden gearbeitet, aber wir hatten eben die guten Rüstungen da. Bei einem Volltreffer ist ein Schleudertrauma das Mindeste, womit ein Ritter rechnen muss. Also wir hatten kein einziges Schleudertrauma. Nicht eins. Ich weiß nicht, wo die Aussage herkommt. Also das, was ich meine, gut, wer sich in sowas auf dem Pferd setzt, der ist lebensmüde. Wir reden von gehärteten Harnischen und allen möglichen. Und ihr habt vorhin in dieser Doku gesehen, wie gut tatsächlich Turnierrüstungen der Zeit aussahen. Wie gut die gearbeitet waren. Riesendinger, unfassbar schwer. Also da sind wir bei Rüstungen, die teilweise 60 Kilo erreichen, aber das ist ein Sportgerät. Man kommt mit denen immer noch aufs Pferd, weil oft das Beinzeug gar nicht mehr existiert. Am Sattel ist das Beinzeug quasi fest, so metallene Flügel, die das Bein schützen. Also das ist ja kein Feldharnisch, aber die sind wirklich massiv dick, um vor genau sowas zu schützen. Also ihr zeigt uns gerade, wie eine billige Fantasy-Version einer völlig veralteten Feldrüstung im Turnier versagt. Wer hätte es gedacht? Also, den Fiat Panda nehme ich zurück. Die fahren gerade ein Dreirad mit 100 Stundenkilometer gegen eine Betonwand und erzählen dann, dass es gefährlich ist. Ja, ist es. Beim Sturz vom Pferd ist mit einem Stauchungsbruch der Halswirbelsäule zu rechnen. Sprich, der Ritterdummy ist tot. Noch, ich habe das schon mal gesagt. Wenn euer Ergebnis eures Tests ist, dass ein Ritter, der von einer Lanze getroffen wird, danach tot ist und die historischen Quellen etwas anderes sagen, sehr viele Quellen, ganz, ganz viele Quellen, dann ist an eurem Versuchsaufbau irgendetwas falsch. Wir sind wieder an dem Punkt. An eurem Versuchsaufbau ist irgendetwas falsch, weil das Ergebnis ist nicht korrekt. Wir hatten Tote, wir haben auch Verletzte, es gibt da die tollsten Sachen, Leute, die Lanze durch den Kopf bekommen haben, es überlebt haben, wahnsinnig viel. Aber in der Regel konnte man als Ritter ein Turnier sehr bequem überleben. Also für Weichei wie mich wahrscheinlich Prellungen und sowas genug. Also ich war gerade auf der Veranstaltung und ich habe die blauen Flecken, die ich habe. Ich glaube, einen kann man noch ganz gut sehen. Das da war ein Panzerhandschuh, der mir von hinten rein ist. Also ja, Pläsuren auf dem Turnier sehr, sehr sicher. Aber euer Versuchsaufbau ist kurzer. Wenn man diese Bilder sieht, muss man sich fragen, warum hat ein Ritter überhaupt die Strapazen eines Turniers in Kauf genommen, wo ihn doch schwerste Verletzungen oder sogar der Tod erwarten könnte? Und jetzt nehmt ihr das und baut darauf eure Argumentation auf. Ihr seid weit von allen Quellen entfernt. Ruhm und Ehre mögen Triebfedern gewesen sein, soziales Prestige und Anerkennung, aber auch. Und verglichen mit heute könnte man vielleicht den Grand Prix nehmen in der Formel 1, wo ähnliche Qualitäten gefragt sind. Geschicklichkeit, Beherrschung seines Materials und die Siegerehrung letztendlich ist die gleiche wie bei einem mittelalterlichen Turnier. Wieder ein Sieg für den Kaiser, den größten Ritter-Reenactor seiner Zeit. Noch nach Jahrzehnten wird man von den Turnieren Maximilians sprechen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie die das Wort Reenactor aussprechen können, aber wie kommt diese Aussage, als sei ein Reenactor gewesen? Was? Abgesehen davon, dieses Billigfeuerwerk da im Hintergrund in der Zeit eher unwahrscheinlich gewesen wäre. Für die Kämpfer ging es dabei nicht nur ums Überleben oder um Ruhm und Ehre. Turniert wurde immer auch um das Lob schöner Jungfrauen und edler Damen. Ja, so in der Theorie ja. In der Zeit praktisch
eher nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer die Frau an seiner Seite sein soll. Weil der war sehr, sehr lange nicht mehr verheiratet, nachdem Maria von Burgund jung gestorben ist. Die war zwar eine politische Ehe, die waren aber heftig verliebt. Und es dauert eine ganze Zeit, bis der wieder eine Frau hat. Was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, also der Untertitel war ja die letzten ihrer Art. Dieses Turnierrittertum bleibt auch eine ganze Zeit lang. Bis ins 17. Jahrhundert hinein haben wir ein Turnierritterwesen. Die Kämpfe werden immer weniger gefährlich. Irgendwann wird vor allem Ringstechen beliebt und so etwas. Selbst im 16. Jahrhundert stirbt noch ein französischer König im Turnier. Also dieses letzte ihrer Art. Hier wird gerade eine ganz neue Ritterkultur aufgebaut, aus der die Ritter auch durchaus ein Selbstverständnis ziehen, das noch ganz lange wichtig ist. Sie sind nicht mehr der Schwertadel. Sie sind in der Schlacht, also hier, die Zeit, die wir haben, so, ich sage ja gerade, Landshut, da war so mit die letzte Schlacht, in der Ritter wirklich wichtig waren, in der übrigens Maximilian persönlich gekämpft hat und mit Mühe und Not rausgekommen ist. Aber mit diesem Turnierwesen entsteht ein neues Ritterbild. Die Ritter sterben ja nicht aus. Also, bin gespannt, ob das noch irgendwie zum Tragen kommt, weil hier die ganze Zeit so, der Untertitel ist, wie gesagt, die letzten ihrer Art, als ob jetzt Ritter aussterben. Haben sie aber in der letzten Folge schon behauptet. Turniere waren sein Ding nicht. Er passte nicht in die neue Welt des Kaisers. Er hätte die Turniere vermutlich auch nicht leisten können. Also tatsächlich, Götz von Berlichingen ist ja Berufskämpfer, also Soldritter und eben in Fehden verwickelt. Ob er sich so einen richtig großen Turnierzirkus hätte leisten können, weiß ich nicht. Vor allem, gerade wenn man wenig hat, dann verliert man da sehr schnell alles, weil man muss sich auch da oft auslösen. Es werden Pfänder verlangt und so. Also da muss man schon das Geld für haben. 5 Jahre musste Götz warten, bis ihn Maximilian begnadigte. Und sofort trat er wieder in Aktion. Warum stehen da Bauern in falscher Kleidung übrigens? Das ist ja Science Fiction. Die Kleidung, die tragen, ist eher so 17. Jahrhundert und spielen Karten. Wo immer Unrecht sei, nehme er sich der Sache an. So seine Reklame. Rechtshelfer nannte er sich. So half er dem Schneider Sindelfinger. Auf einem Schützenfest in Köln schoss er ins Schwarze. Doch das Preisgeld gab man ihm nicht. Götz erklärte Köln die Fehde. Genau so war das. Sie schmeißen ihn dann raus und haben erst noch das Messer in die Theke gerammt. Also es ging tatsächlich um Schützengeld. Er hat eine Fehde mit der Stadt Köln gehabt, das ist Fakt. Und er hat sich tatsächlich in Fehden eingemischt. Konnte er ja, war ja sein Ding. Der Schneider bekam sein Geld und Götz reichlich Provision. Eine Jagdgesellschaft ritt das Feld eines seiner Bauern nieder. Götz nahm sich der Sache an, der Bauer wurde entschädigt und Götz für den Aufwand entlohnt. Wenn es sein Bauer war, ist das auch seine verdammte Pflicht. Er ist immer noch der Schutzherr dieser Bauern. Also da haben wir eben das Bild, das er hat, dass eben er ein Ritter ist und ritterliche Pflichten und Rechte haben will. Und natürlich mischt er sich da ein, ganz klar. Als ein Standesgenosse ermordet wurde, sorgte er für die Abfindung der Witwe. Also die Spielszenen sind, glaube ich, also wir haben ja schon viel an üblen Spielszenen erlebt. Aber das hier heute, das ist echt nochmal eine neue Nummer, oder? Also selbst Rumpelstilzchen im ersten Teil ist nicht so krass wie das gerade. Das ist die Ermordung eines Adligen. Mhm. Okay. Richtig. Und wie immer bekam er seinen Anteil. Darum allein geht's ihm. Das ist so, der Unterton daran ist schon wieder geldgierige Menschen. Wir erinnern uns an den Tag im Mittelalter, als sie noch über einen todkranken, falschen, ja, alles gierige Menschen. Bestimmt ging es auch um Geld, ja, aber so andere Antriebs- oder andere Motivationen werden gar nicht erwogen. Ohne Gerichtsurteil nahm er die Interessen seiner Klienten wahr, nach altem Recht, wie er meinte, mit purer Gewalt. Dann allerdings erweiterte sich sein Tätigkeitsfeld. Mit ritterlichem Selbstverständnis war das allerdings nicht vereinbar. Die Bauern forderten Freiheit von ihren Herren. Sie zogen plündernd gegen Klöster und Burgen. Der Bauernaufstand war eine revolutionäre Bewegung, geboren aus Armut und Unterdrückung, nicht zuletzt durch die Ritter. Jein!
Das ist so ein Problem beim Bauernkriegen. Auch da wieder die Bilder, die wir gerade sehen. Diese Bauern waren nicht so schlecht ausgestattet. Dieser Seppelhut da, der macht mich gerade fertig. Ganz rechts. Schlimm. Wir haben im Spätmittelalter können Bauer viele Rechte erstreiten. Einfach weil nach der Pest zum Beispiel, so eins der wichtigsten Beispiele, haben wir im Prinzip Arbeitskräftemangel. Und die Arbeitskräfte, sprich die Bauern, können Forderungen stellen. Sie erstreiten viele Rechte, sie werden von vielen, vielen Pflichten entbunden. Und im frühen 16. Jahrhundert haben die Landesherren, hatten wir letztens ja auch, die Fürsten die Macht wieder an sich geholt. Und die stellen viele dieser Rechte in Frage. Schaffen sie ab, teilweise kommt die Leibeigenschaft sogar zurück. Und wir haben hier nicht einen Mob, der aus Hunger in den Aufstand zieht, das ist nicht der Punkt. Sondern wir haben Bauern, die verlangen, dass ihre alten Rechte eingehalten werden, die Forderungen haben, auch religiöse, und die durchaus gut ausgestattet sind. Also die Bauern ziehen mit Kanonen in den Krieg. Das ist nicht, wir haben hier gerade so, das ist so ein bisschen, so würde man die Französische Revolution irgendwie darstellen. Das sind die Bauernkriege nicht. Gar nicht. Auch vor seine Burg zogen Bauern. Und dann geschah das Unerhörte. Der Ritter Götz begab sich in den Dienst der aufständischen Bauern. Einen erfahrenen Heerführer konnten sie gut gebrauchen. Unter Todesdrohungen zwangen sie ihn, ihr Hauptmann zu werden. Ich will nicht, aber ich muss. Am 30. April 1525 ritt er in den Odenwald zu den christlichen Haufen, wie sie sich nannten. Und er musste schwören, dass er die Bauern einen Monat lang in ihrem Kampf anführt. Götz von Berlichingen sagte, er sei Anführer der aufständischen Bauern geworden, um Schlimmeres zu verhüten. Das darf man ihm glauben. Historiker bestätigen das heute. Komische Formulierung. Also ja, die allgemeine Meinung ist tatsächlich, dass er sich da vor allen Dingen unter Zwang an die Spitze gestellt hat. Aber ist natürlich, damit ist er jetzt endgültig bekannt im Reich und ist eine Person, die gesehen wird. Das hat natürlich später auch große Folgen, was da passiert. Er sorgte für Disziplin in ihren chaotischen Haufen. Die Bauern raubten das Kloster Amorbach aus. Götz verhinderte, dass den Mönchen ein Haar gekrümmt wurde. Also der Haufen, den er anführt, ist der Odenwälder Haufen. Die Stadt Frankfurt rüstet sich auch gegen die, weil sie Angst haben, dass sie ankommen. Es gab ja verschiedene Bauernhaufen, die auch in verschiedenen Regionen tätig waren. Ja, das Amorbach natürlich als wohlhabendes Kloster ein beliebtes Ziel. Die Bauern hatten Götz auch geschworen, dass niemand getötet wird. Aber radikale Gruppen mordeten trotzdem. Er konnte es nicht verhindern. Daraus wurde ihm später noch der Strick gedreht. Als Hauptmann der aufständischen Bauern wollte Götz nicht mitgefangen und gehangen sein. Auf Tag und Stunde genau, so die Schwurvereinbarung mit den Bauern, beendete er seinen Job. Mit reich gefüllten Taschen. Auch Plündergut kam in seinen Besitz. Das sollte er noch bereuen. Ja. Aber der Kaiser brauchte ihn noch wegen der Türken vor Wien und begnadigte ihn erneut. Immerhin, etlich 80 Jahre wurde Götz von Berlichingen einer der letzten. Das fällt Ihnen auch auf, oder? Wie gesagt, Vollbart hätten Sie ihm geben können. Seiner Art. Es gibt übrigens noch seinen Zeitgenossen, es gibt so Ulrich von Hutten oder Franz von Sickingen, also es gibt noch ein paar andere berühmte Fehderitter in der Zeit, die letztlich dann auch als Raubritter hingestellt werden. Reichere Ritter als Götz von Berlichingen hatten ihre Burgen längst aufgerüstet. Sie hatten Türme oder aufgegeben und sind in Schlösser gezogen und Mauern verstärkt. Also die Burg von Götz von Berlichingen war für seine Zeit eigentlich gar nicht so unmodern. Ich meine, die hat er ja selbst noch erworben.
Belagerungen solcher Festungen dauerten ewig und wurden immens teuer. Auch die reichen Bürgerstädte hatten sich, um ihre Freiheit zu verteidigen, eingemauert wie nie zuvor und die Zinnen mit Kanonen bestückt. Na gut, nicht die Zinnen, sondern die Türme, aber egal, ja, es ist durchaus richtig. In dieser Zeit wird stark befestigt, vor allen Dingen ändert sich die Befestigungsart vollkommen. Diese Mauern, die im Prinzip gerade sind, die haben ausgedient. Wir brauchen Festungen, wir brauchen Erdwerke, wir brauchen schräge Flächen, die Kanonen, die Artillerie, die angeblich nur Pferde erschreckt, wir wissen, ist längst zu stark geworden. Und dementsprechend sind wir jetzt schon im Bereich Zeitpunkt des frühen Festungsbaus. Neu werden Burgen kaum noch gebaut. Es werden Schlösser gebaut und es werden Festungen gebaut. Aber die Burg ist immer noch wichtig, weil sie für viele Adlige, gerade kleinadlige Ritter, Reichsritter, reichsunmittelbare Ritter, der Wohnsitz sind. Deswegen werden die noch lange da sein. Aber letztlich ist die Zeit der Burgen tatsächlich mehr oder minder vorbei. Geben uns nie, war die Botschaft. Maßgeblich am technologischen Fortschritt beteiligt. Die Kanone ist gar nicht schlecht für die Zeit. Also fast ein bisschen veraltet, weil eben keine Lafette drunter, aber das ist gar nicht mal so falsch, was wir jetzt gerade sehen. War ausgerechnet Maximilian, Ritter Stahlherz. Ach, dieses Stahlherz, es ist ein französischer Name, der, sie haben sie übersetzt, der ist nicht so üblich gewesen. Wie gesagt, Erbe Burgunds mehr oder minder. Burgund hatte einen riesigen Artilleriepark. Maximilian war begeistert von Artillerie, hat unfassbar viel gemacht, hat Kanonen gießen lassen, hat Kanonengießer eingestellt. Der hat ganz, ganz viel auf Artillerie gesetzt. Und es zeigt eben auch auf der einen Seite das ritterliche Ideal, auf der anderen Seite eine moderne Armee. Er ist auch 1488 der Erste, der Landsknechte einsetzt und sich sogar an die Spitze seiner Landsknechte stellt, tatsächlich sowohl in der Schlacht als auch beim Einzug in Städte und die Landsknechte als Leibtruppen hat. Also mit modernen Sachen wie Gewalthaufen, da war er sofort dabei. Also Maximilian war, was Kriegsführung angeht, hochmodern. Die Artillerie ist die Waffengattung der Zukunft. Mit solchen Kanonen werden wir dem Krieg ein neues Gesicht geben. Wenn ihr erlaubt, Majestät, das ist noch zu gefährlich. Der Kanonengießer muss erst selbst mit 3 Schuss prüfen, ob der Guss gut ist. Maximilian war Experte für Kanonen. Der hat selber Kanonen entworfen. Ja. Da steht vorne noch einer mit dem Fass, um zu laden, und er schnappt sich die Fackel und will sie dran halten. Habt ihr noch ein paar Ideen, wie ihr den Kaiser als völligen Idioten darstellen wollt? So ist das Gesetz. So ist das Gesetz. Das würde ich gerne sehen. Wetten, sie explodiert? Wollen wir wetten? Alles bereit machen! Drei. Ich habe Angst, dass die Kanone explodiert und stelle mich 5 Meter davon entfernt. 5. Übrigens, vorhin beim Arm von Götz von Berlichingen, sein Arm wurde nie getroffen. Sein Schwertknauf wurde getroffen und die Splitter haben seinen Arm abgerissen. Nur um mal so was Splitterwirkung. Und jetzt stehen sie 5 Meter von der Kanone entfernt. 2 und 1, Feuer! Hab ich's nicht gesagt. Hab ich's nicht gesagt. Die waren damals zu doof, um Kanonen zu gießen. Und jetzt ist die Kanone explodiert. Aber dem Kaiser, der 5 Meter entfernt steht, ist nichts passiert. Was? Der letzte Ritter tüftelte unentwegt an neuen, durchschlagenden Kanonen. In einem Innenraum bescheidener Größe. Genau. Die Wandungen der Kanonen sind einfach noch zu dünn. Kein Wunder, dass sie dauernd reißen. Eigentlich werden die Wandungen immer dünner, weil sie von Stahl auf Bronze übergehen. Nicht wichtig. Wir brauchen Kanonen für alle Zwecke. Und außerdem in allen Größen. Diese hier, die kleinen beweglichen, sind gut. Abgesehen davon, dass es irgendwie komisches Material ist, weil das Original ist auf Papier und nicht auf so, was immer das sein mag, da haben sie eine, sie haben eine Quelle kopiert und in eine Spielszene genommen. Das ist ein. Also es gibt ganz viele von diesen Arsenalbüchern, Büchsenmeisterbüchern, gibt es wirklich Mengen. Und
Das ist tatsächlich eins, das die Artillerie von Maximilian zeigt. Wir haben eine Originalquelle in einer Spielszene. Ich bin baff. Respekt. Man muss auch sagen, wenn sie etwas gut tun. Besonders für die Feldschlacht. Und für die schwere Feldartillerie brauchen wir ab sofort einheitliche Kaliber, damit das Durcheinander aufhört. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, das er gemacht hat. Er hat die Kaliber seiner Waffen, also die Durchmesser der Kugeln, vereinheitlicht. Wir haben es oft noch nicht mit gegossenen Kugeln zu tun, es sind noch sehr viele Steinkugeln dabei. Und deswegen war es eben wichtig, dass die Geschosse gleich sind. Steinkugeln werden oft im Feld hergestellt, also bei einer Belagerung mache ich die Steinkugeln vor Ort. Gegossene Kugeln muss ich natürlich mitbringen und dann ist es nochmal wichtiger, dass sie passen. Und da haben wir dann verschiedene Größen mit verschiedenen genormten Kalibern. Ritter wird's freuen. Aber zuerst müssen wir sie aus ihren Burgen herausholen. Und die Bürger aus ihren Städten. Warum will er die Ritter aus ihren Burgen und die Bürger aus ihren Städten holen? Was? Warum? Sie verschanzen sich alle hinter ihren dicken Mauern. Sie stellen sich nicht mehr auf dem Schlachtfeld. Wir brauchen bessere Kanonen, um sie aus ihren Burgen herauszuholen. Etwas mehr Wumms, das wäre gut. Warum? Warum sollen sie sich irgendwo draußen stellen? Das ist der Mensch, der ein stehendes Heer haben will. Das ist der, der die alte Heerfolge aufgibt, der auch die Städte nicht mehr zum... Also Friedrich III. Hat ja zum Beispiel in Neuss noch die Städte geholt. Bei Maximilian sind es Söldnerheere. Warum soll der die Ritter und die Bürger aus den Städten holen wollen? Was? Siehst du? Und wieder sind sie völlig blöde. Ach, da wird ein bisschen mit Feuer, mit Schießpulver hantiert. Ach, stell mich mal daneben. Kaiser Maximilian wurde schon von seinen Zeitgenossen der erste Kanonier des Reiches genannt. Er ist schon wieder die... Ich habe eine Fackel, ich will schießen, ich will... Die zünden eine Kanone nicht mit Fackeln. Die zünden eine Kanone nicht mal mit Lunten, normalerweise mit Loseisen, mit rotglühend gemachten Metallstücken, extra zugeformt, und damit wird üblicherweise eine Kanone gezündet. Es gibt auch ab und zu Lunten, die dran gehalten werden. Niemand hält eine Fackel an eine Kanone. Aber Majestät, ihr wisst doch... Mein lieber von Armin, keine Angst. Ich habe die edle Dame entworfen und berechnet. Ich habe sie gegossen. Die schöne Kati. Sie... Hat er wirklich, er hat Kanonen entworfen. Trägt mein Wappen. Und das ist der dritte Schuss. Was war denn das gerade für eine Szene? Ich verstehe nicht, was die da tut. Das ist wieder sowas wie dem Helmpolieren vorhin. Was war das gerade? Und Feuer. Kanonen dieser Art wurden nicht mit Lunten gezündet. Also die Lunte da rauskommt. Lunte dranhalten, ja. Lunte da rausguckt, nein. Das macht man heute. Damals hat man Schießpulver, feines Pulver, Zündkraut in eine Mulde getan mit einer Verbindung nach unten und hat das angezündet, wie meine Büchse. So eine Lunte reinstecken und zünden. Mit 200 Zentner Bombarden konnte Maximilian jetzt Burgen und Städte sturmreif schießen. Wie gesagt, hat man vorher auch schon gemacht. Also Karl der Kühne hat es schon gemacht. Um 1400 wurden schon Burgen sturmreif geschossen mit großen Geschützen. Da blieb kein Stein auf dem anderen. Der Kaiser. Da wieder Originalquelle. Er ließ ein ganzes Artilleriearsenal für die Kriege der Zukunft bauen. Für jede Gefechtslage eigene Geschlechter. Belagerungskanonen und Feldgeschütze, festgehalten im Innsbrucker Zeugbuch Maximilians. Für den mobilen Einsatz in der Schlacht zielgenaue Feldschlangen. Um das Chaos der Kanonen zu beenden, schuf er so etwas wie eine moderne Industrienorm. Er legte einheitliche Kaliber für Geschützrohre und Kugeln fest. Kann man tatsächlich so sagen. Städte und Burgen belagerte er mit Scharfmetzen. Jede gezogen von 16 Pferden. Kaliber 23 cm für 50 Pfund Kugeln. Seinen gefürchteten Hauptstücken gab er sprechende Namen.
Hauptstücke gab es, wie gesagt, schon seit guten 100 Jahren. Also ganz große. Und die hatten auch immer schon Namen. Wer mal nach Gent kommt, in Gent in der Altstadt steht so ein Ding. Da haben die eine alte Kanone stehen. Großartiges Teil, riesengroß. Also, ich glaube, 3 Meter oder länger. Riesending. Da kann man mal sehen, wie so ein Hauptstück tatsächlich aussah. Wohin durch oder weg auf? Mit dem Löwen zwang er Kufstein 1504 zur Kapitulation. Auch die Feldschlacht revolutionierte Maximilian. Wir beginnen die Schlacht, natürlich auf mein Kommando, mit dem Feuerschlag der leichten Feldartillerie. Das wird gehörige Verwirrung stiften unter den Feinden. Also er revolutioniert sie nicht, er ist am Puls der Zeit und nimmt neue Dinge auf, aber das ist, alle Seiten machen da gleichzeitig. Also zu der Zeit, wir sind da schon fast bei den italienischen Kriegen, wo ganz viel Modernes reinkommt, ist jetzt nicht so, dass er da die tollsten neuen Ideen hat. Also zum Beispiel Landsknechte, habe ich vorhin erwähnt, guckt er sich bei den Schweizern ab. Er nimmt aber wahnsinnig schnell neue Entwicklungen auf und setzt sie um. Und es gibt die ersten Toten. Denn wie sagt der Götz, ein jeder Ritter kann die Schießerei nicht leiden. Als nächstes erfolgt der Reiterschock der Kavallerie. In das Heer der mit langen Spießen bewaffneten Fußsoldaten werden unsere Panzerreiter schöne Schneisen pflügen. Damit meint ihr unsere Ritter, Eure Majestät? Nicht nur die. Panzerreiter sollen in Zukunft alle sein, die reiten und die eine Lanze und ein Schwert führen können. Also, erstmal da rumfuchteln mit dem Schwert bei der Besprechung und den anderen Leuten die einfachsten Dinge erklären. Das sind Profis, die da stehen. Das ist genau die Zeit, in der eben der Übergang von Rittern zu Kavallerie ist. Schon länger. Also wir haben schon, auch im 15. Jahrhundert ist nicht jeder, der gerüstet in der Schlacht rumrennt, ein Ritter. Im Gegenteil, da werden Edelknappen, also Leute, die gar keinen Ritterschlag mehr erhalten, gibt es einige. Und ja, es kann bei weitem nicht jeder ein Kavallerist werden. Man muss kein Ritter sein, um Kavallerist zu werden. Man muss nur sich leisten können, die Ausstattung zu stellen und die Fähigkeiten haben. Damit sind wir immer noch meistens im Adel. Die Leute werden eben keine Ritter mehr. Man ist zwar ritterbürtig, aber der Ritterschlag ist zu teuer. Den spart man sich. Man ist ein Edelknecht, ein Edelknappe, immer noch von Adel. Und das ist genau die Schicht, aus der sich die Kavallerie noch ganz, ganz lange zieht. Selbst wenn wir im 20. Jahrhundert angekommen sind, vor dem Ersten Weltkrieg, Kavallerie war gerne etwas, wo Adlige sich getummelt haben. Und schließlich setzen unsere Landsknechte nach. Seine Vorliebe für die kostengünstigen Fußtruppen brachte Maximilian einen weiteren Beinamen ein. Der putzt gerne seine Sachen an andere Leute Klamotten, oder? Also diese Darstellung, das ist der grenzdebilste Herrscher, den ich jemals gesehen habe. Vater der Landsknechte. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob wir gleich Landsknechte sehen. Weil Landsknecht hat man ja ein Bild vor Augen. Dieses zerhauene Zeug, prächtig. Groß was hermachen. Ich bin sehr gespannt, was sie uns zeigen. Und so lief sie ab, die moderne Schlacht nach Maximilians Strategie. Eröffnet wurde sie durch den... Warum brennt diese Kanone so ewig? Was passiert da? Hat da jemand irgendwie so einen Silvestervulkan draufgestellt? Ein Feuerschlag. Aus allen Rohren der Artillerie. 50 und mehr Geschütze feuerten in die gegnerischen Linien. Ich wüsste gerne, von welcher Schlacht die gerade da reden. Also das ist jetzt so ein rein fiktives Szenario. Dann Maximilians Reiterschlag. Aufgabe. Jetzt kommen die helle Badenritter. Das ist, glaube ich, alles animiert, was wir gerade sehen. Also sie hätten einfach nur die Animation der helle Baden weglassen müssen. Es nur pixelisierten weglassen müssen. Egal. Also jetzt kommen irgendwelche animierten helle Badenreiter, berühmt, die durch die Infanterie durchreiten. Ganz wichtig, wenn ich eine Schlachtaufstellung habe, lasse ich erstmal die Reiter durch meine eigene Infanterie reiten. Sorgt nicht dafür, dass die Formation irgendwie gestört wird. Egal. Bei der Kavallerie war es, die geschlossenen Linien der Gegner aufzusprengen und Chaos zu stiften. Also, sie reiten gerade auf einen Gewalthaufen zu. Hätte dieser Gewalthaufen die Idee gehabt, die Piken, die wir gerade sehen, die langen Stangen, nicht nach oben zu halten, sondern in Richtung ihrer Feinde zu halten, hätten sie die Kavallerie vielleicht abwehren können. Weil dieser Lanzenangriff auf
die Infanterie, der wird immer unwichtiger, weil die Infanterie durch Piken ziemlich gut dagegen geschützt ist. Wir haben immer noch Lanzenreiter in der Kavallerie. Durchaus. Die werden, haben auch noch ihren Einsatzzweck, aber nicht frontal auf den Gegner zu. Was wir jetzt eigentlich wichtiger hätten, sind berittene Schützen. Durchaus auch schon mit Arkebusen, also mit Feuerwaffen, die nah an den Gegner, an diesen Gewalthaufen ranreiten, feuern, sich zurückziehen und das immer wieder machen, einfach um diesen Piken etwas entgegenzuhalten. Was wir gerade sehen, ist das dümmste anzunehmende Szenario. Die reiten gerade auf einen Gewalthaufen zu. Zum Glück ist der Gewalthaufen blöde genug, die Piken nicht nach vorne zu halten. Ein Igel mit meterlangen Spießen und Hellebarden erwartete die Gegner als nächstes. Ja, aber warum halten sie jetzt ihre Piken im 45-Grad-Winkel, damit die Reiter schön unten durchreiten können? Die Spießer holten die Ritter zunächst vom Pferd und machten sie dann nieder. Aber nicht so. Den Hauptkampf bestritten seit Anfang des 16. Jahrhunderts Landsknechte. Wir sind im Zeitalter des Gewalthaufens. Die Infanterie arbeitet in einer festen Formation, die sie auch nicht verlässt, so eng wie möglich. Und das Erste, was wir sehen, ist dieser alte Unsinn, wir stürmen in lockerer Wolke nach vorne. Das ist Selbstmord. So, wie sterbe ich in einer Schlacht? So. Gegeneinander. Ein Massenaufgebot, Spieß gegen Spieß, Mann gegen Mann. In den Schlachten mit 10, 20.000 und mehr Soldaten spielten Ritter nun keine Rolle mehr. Und jetzt sind wir wieder im wilden Getümmel Mann gegen Mann. Das, was die damaligen Heerführer vermeiden wollten. Was sie unbedingt vermeiden wollten. Deswegen enge Formation. Damit es eben nicht der wilde Kampf Mann gegen Mann ist. Ein Mann, eine Helle. Guckt euch an, eine Originalquelle. Das ist jetzt 1490er, also da sind wir 30 Jahre von den Geschehnissen entfernt, die wir eigentlich sehen sollten. Das ist ganz, ganz früh. Barde. Fertig ist der Landsknecht, der Spießgeselle. Albrecht Dürer zeichnete sie in ihren modischen Kriegsoutfits. Es waren Bauern, Bäcker, Tagelöhner. Gut bezahlt. Die sich etwas verdienen wollten. Und Bauer, Bäcker, Tagelöhner. Wer kommt auf so eine Zusammenstellung? Wieso Bäcker? Was haben die mit Bäckern? Also es sind tatsächlich oft Stadtbürger, weil man verdient gut als Landsknecht. Und man hat da auch keinen Makel. Man kann zurückgehen und dann wieder ins städtische Leben einsteigen. Im Gegenteil, man war oft begehrt, man hatte Erfahrung. Teilweise tauchen dann so Landsknechte, die wirklich auf Abenteuer gegangen sind, tauchen dann irgendwie als Gesandte ihrer Städte wieder auf, weil sie ja Erfahrung in der großen, weiten Welt haben. Also, nee, Bauern selten, Städter häufiger, aber wieso Bäcker? Und mussten. Die Landsknechte wurden, im Gegensatz zu den teuren Rittern, von Feldherren als eine billige, zudem als eine schnell nachwachsende Ressource angesehen. Ist tatsächlich so. Auch wenn die gut bezahlt wurden, ich kann sie danach einfach wieder wegschicken. Wenn ich 2000 Landsknechte angeheuert habe, weiß ich, was die mich im Monat kosten. Und wenn die Schlacht vorbei ist, schicke ich sie weg. Habe ich statt den 2000 Landsknechten 100 Ritter. Die muss ich dauerhaft bezahlen. Die haben dauerhaft Anrecht, die kriegen dauerhaft ihre Ländereien, die sonst mehr Ertrag bringen würden. Also ich zahle ihnen zwar nichts, sondern sie haben Ländereien, aber das ist was ich nicht habe. Also von daher, ja, in der Masse sind Landsknechte billig. Das heißt nicht, dass sie nicht gut bezahlt wurden, wobei sie teilweise ihrem Sold hinterher rennen mussten. Maximilian, der Vater der Landsknechte, ist der Erste, der auf Masse statt Klasse setzte. Nee, das waren die Schweizer. Maximilian hat den Landsknecht. Nochmal zurück. Das ist ja ganz abgefahren. Da haben wir völlig. Statt Klasse setzt. Also da sehen wir jetzt 30-jährigen Krieg. Das, was wir hier sehen, die Schützen da mit den Hüten und den Federn und dem Bandelier, das sind wir im 30-jährigen Krieg. Das ist 150 Jahre nach den Ereignissen, um die es gerade geht. Nicht wichtig. Maximilian hat den Landsknechten eine enorme Förderung zukommen lassen. Er hat sie zu einem wesentlichen Bestandteil seines Heeres gemacht
Und das zeigt ganz deutlich, dass für Maximilian als Kriegsherr nicht mehr die edle Abstammung seiner Kämpfer zählte, sondern ihr strategisches Potenzial. Und das war unabhängig von ritterlich-adliger Herkunft. Naja, bei den Fußknechten, bei allem Hören war ihm die Abkunft schon durchaus wichtig. Er ist ein Adliger seiner Zeit. Aber es ist halt so, die Infanterie ist nicht mehr. Also wir haben Zeiten, da bestehen Schlachten quasi nur aus Rittern. Ja, gerade die Habsburger fangen damit an. Und jetzt ist im Prinzip nur noch die Kommandoebene. Nur noch die Offiziere sind Ritter. Bei der Kavallerie haben wir Adlige. Aber im Grunde genommen der einfache Landsknecht ist jetzt und ab da eigentlich die gesamte restliche Zeit über einfache Leute. Und so sieht eine Hellebarde aus, wie sie die Landsknechte Maximilians im Kampf gegen Ritter einsetzten. Diese Hellebarde stellt so das Taschenmesser, das Schweizer Taschenmesser des Mittelalters dar. Und diese Hellebarde hat verschiedene Funktionen. Wir haben hier eine kleine Klinge und eine große Klinge und am Ende läuft es in eine spitz zulaufende Klinge aus. Die scharfkantig geschliffenen Beile und Haken dienten dazu, die sehr verletzlichen Pferdesehnen, die durch Rüstungsteile nicht zu schützen gewesen sind, zu attackieren. Echt? Also ja, es wurden auch Pferde damit attackiert, aber ich glaube nicht, dass das der Hauptnutzen von Haken und Axtbeil ist. Das Pferd so durch zu Fall zu bringen, damit auch den Reiter zum Boden zu zwingen und dann mit Beil und Haken auf den Reiter einzuschlagen. Ich kann als panzerbrechende Waffe versuchen, die wie ein Dosenöffner zu benutzen, um durch die Rüstung hindurchzustoßen. Nimm mal ein Stück Metall und versuch das mal, du Scherzkeks. Wenn du nicht eine wirklich billige Rüstung findest, dann hast du da keine Chance durchzukommen. Wirklich, also auch der Rückhaken, wird gerne gesagt, der Rückhaken im Hieb, der würde wie ein Dosenöffner funktionieren. Wir haben es versucht. Bei einer guten Rüstung passiert da eher wenig. Es gibt genug Möglichkeiten, damit jemanden zu verletzen, vor allem, weil wir immer weniger Schwergerüstete haben. Das ist ja gerade der Punkt, die Hellebarde, am Anfang Helmbarte, später Hellebarde, taucht ja in einer Zeit auf, in der die Rüstung immer weniger wichtig wird. Gerade die Infanterie, die ersten Glieder des Gewalthaufens haben noch Rüstung, danach haben wir ganz viele Landsknechte ohne Rüstung. Wir haben ganz viele Darstellungen von Landsknechten ohne Rüstung und genau in der Zeit taucht die Hellebarde auf. Das sollte einem zu denken geben. Und habe ferner immer noch die Möglichkeit, mich zurückzuziehen und einen erneuten Angriff in neuer Formation durchzuführen. Was die Waffe der Landsknechte anrichten konnte, wollen wir mit Experten in einem Test erproben. Schon wieder ein Test. Warum tut ihr mir das an? In diesem Fall nicht mit einer High-Tech-Hellebarde, sondern mit einer sogenannten Helmbarte. Nur mit Schneide und Spitze. Wie sie. Also wir reden gerade über das 16. Jahrhundert und die kommen mir mit einer Waffe des 14. Jahrhunderts an. Warum? Übrigens, Hellebarden total spannend aufgebaut. Das sieht ja wie ein Stück aus. Aus ganz vielen Teilen zusammengeschweißt, also in der Esse geschweißt. Wirklich komplexer Aufbau. Das Ding dagegen ist wirklich total simpel. Ich weiß nicht, warum sie jetzt damit gehen. Das Ergebnis wird sehr einfach sein, eine Hellebarde im Schlag hat unfassbare Wucht. Ich meine, lange Stange mit Gewicht dran, was wundert es einen? Gerade die Hellebarde, die wir gesehen haben, die Landsknechts-Hellebarde, wird aber vor allen Dingen im Stich eingesetzt. Auch für Schläge, gerade also Gewalthaufen, viele, viele Piken. Ich kann da schön schlagen, aber die Stichfunktion ist halt wirklich etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Jeder Dorfschmied fertigen konnte. Oh, oh. Mit 2,5 Kilo. Das ist jetzt leicht. Für das Ding da ist das echt leicht. Sonst übertreiben sie es mit dem Gewicht immer sehr. Schwert, das sind immer gleich 1,5 Kilo. 2,5 Kilo, interessant. Was? Also hier haben wir einen Brustpanzer, der so billig ist, dass sie nicht mal die Bördelung an den Armausschnitt gemacht haben, sondern sowas aufgenietet haben. Der wäre so, ja, sagen wir 15. Jahrhundert. Die Schultern sehen gar nicht so übel aus, auch 14 oder 15 Jahrhundert. Der Helm, erstmal ist er, es gibt so Helme. Im Übergang vom Nasalhelm zum Vollhelm tauchen ähnliche Helme auf. Ähnlich, sage ich, weil das ist relativ hässlich. Da sind wir im 12. Jahrhundert. Also der Helm, den die da drauf haben, stellt euch vor, wir machen einen Beschusstest auf moderne Bundeswehr-Ausrüstung und setzen dem einfach mal einen Helm aus dem 30-jährigen Krieg auf.
Macht ja nichts. Was ein Harnisch aushalten kann, wird dieses Experiment zeigen. Nein, es wird zeigen, was ein wirklich, wirklich, wirklich billiges Stück Blech in grober Form eines Harnischs aushalten kann. Hat nichts zu tun mit einem Harnisch. Andreas Krüger hat sich die Waffe nach einem Museumsstück anfertigen lassen. Stöße auf den dicken Stahl hält der Harnisch erst einmal aus. Dicker Stahl. Wir reden hier von 1,5 Millimetern. Das ist wirklich billig. Sie haben auch schon mal behauptet, sowas hätte 4 Millimeter. Also allein damit es so eindellt. Das ist wirklich, wirklich dünn. Von dickem Stahl kann gar keine Rede sein. Wenn Sie den Ritter nicht umhauen. Es zeigt aber schon, dass billiger, dünner Stahl gegen so eine Spitze schon ziemlich gut hilft. Erstaunlich, oder? Aber auch eine Panzerrüstung hat ihre Schwachstellen. An der richtigen Stelle zugeschlagen, ist der Arm ab. Für Ritter waren diese neuen Gegner ein Albtraum. So eine Überraschung. Für Ritter waren die kein Albtraum. Sie hatten mit denen wenig zu tun. Durch die moderne Kriegsführung wurden die Ritter auf dem Schlachtfeld zu Dinosauriern. Also ich werde ein Bild einblenden, wie so ein Gewalthaufenschlacht aussieht. Das da hat überhaupt nichts damit zu tun. Alle Abbildungen zeigen uns die Gewalthaufen mit den langen Piken als enge, viereckige Blöcke. Und verloren Macht in der Gesellschaft. Altes Recht, gutes Recht, wenn ich das schon höre. Die Ritter hängen an ihren alten Vorrechten und sind zu nichts mehr gut. Sie sind ein Graus. Man muss ihnen das Handwerk legen. Das hat er so. Der fummelt ja schon wieder an einem seiner Untergebenen rum. Hat er da einen Tick? Das hat er so bestimmt nicht gesagt. Es ist natürlich, dass die Zeit, in der Rechte neu ausgehandelt werden. Ja, die Reichsritter wollen ihren Stand behalten. Gleichzeitig werden sie militärisch unwichtig. Auch finanziell kriegen sie Probleme. Sie sind aber für den Kaiser immer noch wichtig im Reichstag. Sie sind immer noch ein Teil seiner Macht. Und vor allem schöpft er sie ab als Beamte. Alle, die da gerade vor ihm standen, sind alles Ritter. Man darf sich ja nichts vormachen. Zumindest ritterbürtig. Der schimpft gerade vor ritterlichen Angehörigen ritterlicher Familien über die Ritter. Genauso wird es gewesen sein. Wir hören schon lange der Geschichte an. Ein Haufen Alteisen, sonst nichts. Neue Zeiten, neues Recht. Aber Eure Majestät, die Ritter, sie haben die Kaiser und das Reich... Ja, ich weiß, groß gemacht. Aber sie sind nichts als Raubritter. Sie maßen sich selbst herrlich an, was des Kaisers ist. Was des Kaisers ist im Heiligen Römischen Reich, dem Wahlkaisertum, ja? Also, dieses Was des Kaisers ist, ziemlich viel im Reich ist nicht des Kaisers. Maximilian bekämpfte die anarchische Gewalt im Land. Anarchische Gewalt im Land. Warum haben wir jetzt in der Spielszene einen Typ im Ringpanzer mit einem Nasalhelm? Sind wir gerade in die Zeit um Hastings zurückgefallen? Warum sind wir plötzlich im 11. Jahrhundert? Wow. Also, wir haben im Reich zu der Zeit durchaus Fehden und Streitigkeiten, aber die Vorstellung, dass da anarchische Gewalt im Reich geherrscht hat. Er wollte, dass Straßen und Wege sicher sind für den Handel. Auf die Knie und Hände an den Baum. Bei Gott dem Allmächtigen. Hände an die Wand. Das Faustrecht des Stärkeren sollte ein Ende haben. Das hatte es zu der Zeit schon längst. In der Zeit wird es aber tatsächlich stärker kodifiziert. Es wird eben der Landfriede ausgerufen. Es gibt zum Beispiel die Bamberger Halsgerichtsordnung, in der Zeit entsteht. Es werden Bücher aufgebracht. Aber wir haben längst ein Gerichtswesen. Das ist nicht so, dass es jetzt alles neu ist. Im Gegenteil, ganz viele Fäden fangen vor Gericht an. Problem ist zu der Zeit sehr, sehr lange, auch zu Maximilians Zeiten und später, Recht bekommen und Recht durchsetzen können, sind zwei unterschiedliche Dinge. Was mache ich denn als Bürger, wenn mir das Gericht sagt, ja, du hast Recht, der Raubritter so und so muss dir Strafe zahlen. Ja, dann gehe ich da jetzt hin und sage, Verzeihung, Herr, kriege ich bitte mein Geld. Da ist dann eben, was wir vorhin hatten, dass dann ein anderer Ritter, wie zum Beispiel Götz von Berlichingen, sagt, hier, ich übernehme es für dich, ich helfe dir. Für einen Anteil verhelfe ich dir zu deinem Recht. Nicht unklug. Und die Fehden der Ritter. Gerichte sollten in Zukunft Recht sprechen. Wie gesagt, ist korrekt, aber nichts Neues zu Maximilians Zeiten. Er wollte den ewigen... Das hättet ihr im letzten Teil schon mal reinbringen müssen. Da hätte es gepasst. Landfrieden durchsetzen. Sollten sich die Ritter doch auf Turnieren austoben. Ihren Ansprüchen trat er mit aller Macht entgegen. Sie sind jetzt Reichsritter. Und das ist doch ein schöner Titel, oder? Was wollen Sie noch?
Sie sind nicht jetzt Reichsritter, sondern sie sind schon ganz lange reichsunmittelbare Ritter. Und wer in dieser neuen Zeit nicht zum Offizier taugt? Und nochmal zum Verständnis, ein ganz großer Teil der Ritter war nicht reichsunmittelbar. Ein großer Teil der Ritter hatte einen anderen, einen Landesherrn zum Beispiel, einen Herzog, einen Markgrafen, die ganzen Fürsten standen über sich und war damit nicht reichsunmittelbar. Die reden gerade nur von den Reichsrittern, obwohl ein ganz großer Teil eben nie Reichsritter war. Der kann uns noch in voller Rüstung als Türsteher eine bella figura machen. Schon gut, nur keine Panik. Als Türsteher, Wer nicht auf den Kopf gefallen ist, kann mir als Kanzleirat sehr nützlich sein. Pfeift er seine Räte an? Ich meine, so ein kaiserlicher Rat war auch ein Vollidiot. Ihr seht gerade, kaiserliche Räte waren alles Vollidioten, deswegen werden sie kaiserliche Räte. Wer schreibt diese Szenen? Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat gedacht, so stelle ich Kaiser Maximilian dar? Super. Ich glaube, ich muss einen Film über Kaiser Maximilian machen. Ich muss zur Ehrenrettung von Maximilian beitragen. Maximilian mit dem Trippeltitel Der letzte Ritter, erster Kanonier und Vater der Landsknechte. Die Macht der Ritter brach er. Militär. Mir geht so. Militärisch und politisch. Mehr als ein halbes Jahrtausend bestimmten die Ritter auf ihren Burgen das Schicksal von Menschen und Nationen in Europa, bis sie auf den Schlachtfeldern ausgedient hatten. Haben sie als Panzerreiter vielleicht, als Kavallerie und Offiziere noch lange nicht. Also, Entschuldigung, ritterbürtige Offiziere, guckt in den Zweiten Weltkrieg, guckt mal in der Wehrmacht, was die für Titel hatten. Haben wir wahnsinnig viele ritterbürtige Offiziere. Die bleiben ganz lange im Offizierstand. Sehr, sehr wichtig, auch an den Höfen als Räte und so weiter. Die Idee, dass die Ritter irgendwann in ihrer Macht gebrochen werden. Ja, das sind wir aber im 20. Jahrhundert. Dennoch ließen sich Kaiser und Könige, ja sogar reiche Bürger, noch im 19. Jahrhundert romantische Ritterburgen bauen. Und obwohl der edle Ritter selbst in seiner Zeit vermutlich nur eine Romanfigur war, überlebte er bis heute als Sehnsuchtsgestalt. Der edle Ritter. Den gab es durchaus. Natürlich waren es alles Politiker, waren es alles Leute, die Notwendigkeit wollten. Aber wenn ihr jetzt 3 Folgen lang Ritter als das dümmste Pack darstellt, das null höfisches Benehmen hat und nichts, dann ist das euer Problem. Ihr habt in der letzten Folge Johann von Luxemburg gehabt. Da hättet ihr so ein Beispiel gehabt, dass eben nicht nur eine Romanfigur ist. Aber wie gesagt, nehmt eure Darstellung und wenn das euer Bild ist, ja, dann ist nach Terra X ist der romanische Ritter nur eine Romanfigur. Ich möchte nicht sagen, dass er die Regel war. Soweit werde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es gab Leute, die diesem Ideal nacheifern. Ein Ideal, das da ist, wird immer Leute haben, die dem nacheifern. Sonst könnte man das Ideal ja einfach sparen. Die Hauptsehnsucht ist sicherlich die nach Freiheit. Wir sind Bürger, die unsere Steuern bezahlen und Gesetze befolgen. Nochmal, ich halte den Begriff Freiheit im Mittelalter und auch im 16. Jahrhundert für sehr, sehr schwierig. Ich würde ihn immer im Plural setzen, Freiheiten. Und die Sehnsucht nach Freiheit bedeutet halt auch immer, dass man keinen Schutzherrn hat. Ich weiß es nicht. Also aus heutiger Sicht, bei mir ist Freiheit natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie bei modernen Menschen. Bei damaligen Menschen bezweifle ich, dass das Freiheit so ein Sehnsuchtsobjekt ist. Und bewundern eben einen Ritter, der all das nicht tut, sondern durch die Welt zieht und sich an nichts hält, sondern dem folgt, was er selbst will. Das ist sicherlich die eine Seite. Aber die andere Seite ist die, dass der Ritter etwas vorlebt, was wir auch so bewundern, nämlich die Gewalt nicht nur im eigenen Namen ausführt, sondern für andere. Und das ist so das Bild der Ritterlichkeit, das wir vor Augen haben. Also das ist der große Held, der uns hilft, der das auch mit Gewalt tut, aber der es nicht für sich mit Gewalt tut, sondern eben für die soziale Gemeinschaft. Also kann ich jetzt gar nicht sagen, ist ein interessanter Gedanke. Muss ich mir
muss ich mal überlegen. Aber schon im Mittelalter forderte der Ritter und Dichter Wolfram von Eschenbach vom wahren Helden Ritterlichkeit, Höflichkeit, Toleranz und Achtung der Frauen. Also genau die Ideale, die es ja nur in Romanen gab. Und dass es im Leben mehr geben muss als das Streben nach Preisen, Ruhm und Ehre. Meine Herren, waren das die schlechtesten Spielszenen, die wir bisher hatten? Ich glaube schon. Also das war wieder so eine neue Dimension in Schlechtmachen einer Zeit. Ich nehme Götz von Berlichingen, da kann ich es noch so ein bisschen nachvollziehen, weil der als Raubritter bekannt ist. Und Maximilian I., den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, den Erben Burgunds, und mache ihn zu einer völligen Witzfigur. Zu einer völligen Farce, der furzend auf dem Klo sitzt, der an seinen Leuten herumfummelt, der zu doof ist, eine Kanone zu benutzen. Was war das? Also die Informationen zum Teil gar nicht schlecht. Ein paar aus. Also das Grundskript war diesmal ungewöhnlich gut. Die Kernaussagen der Doku waren tatsächlich in vielen Fällen korrekt. Und es war auch nicht so die üblichen, also wir hatten mal nicht den ganzen Unfug, dass die Städte standen. Und also die reinen Aussagen des Skripts, gar nicht mal so schlecht. Die Experten, wie immer, ich bin mit dem einen, was Freiheit angeht, nicht ganz konform, aber die Experten waren wie immer brauchbar. Und dann kamen die Spielszenen und haben wirklich alles, was an halbwegs brauchbar war, völlig mitgerissen. Die Schlachtszene gruselig schlecht animiert. Und ich meine, ich hätte gerne mal so einen Landsknecht gesehen. Gut, es gab ein paar wenige Bilder, und wobei die Bilder, was man auf diesen Bildern gesehen hat, waren dann eben noch sehr, sehr frühe Landsknechte. Aber so den klassischen Landsknecht, um den es ja gegangen wäre, so 1525, warum sie eigentlich die Schlacht von Pavia zum Beispiel nicht erwähnt haben, warum Frunsberg nicht erwähnt wurde, unklar, völlig unklar. Aber da hätte man Bilder eins, also googelt's. Ich kann auch welche einblenden. Hat man in 3 Minuten gegoogelt. Keine Ahnung, warum sie uns nicht gezeigt haben. Stattdessen diese sehr, sehr, sehr schlechte Animation. Ja, schreibt mir, was ihr davon haltet. Sagt mir, ob das die schlechtesten Spielszenen ever waren. Wir haben uns jetzt durch 3 Teile durchgequält. Richtig, richtig hart. Harte Arbeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mich ein bisschen leiden zu sehen. Ich weiß, ihr mögt das. Und ich hoffe, ich konnte ein paar brauchbare Informationen reinbringen. Ich bin natürlich hier nie so sattelfest, wie wenn ich mir ein Skript geschrieben habe. Es ist Reaktion. Ich kenne die Filme tatsächlich vorher gar nicht und ich reagiere aus dem Stegreif. Ich habe vorhin zum Beispiel den Götz von Berlichingen Schiller angedichtet. Gut, war Goethe. Aber seid gnädig mit mir. Ich hab kein Skript im Gegensatz zu Terra X. Die haben ein Skript drauf. Haben sie? Ich hoffe, Sie haben ein Skript. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bei der nächsten Reaktion wieder. Wird nicht so lange dauern. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.